Wir chillen ab und trinken Bier und sonnen uns genüsslich hier. Wir beobachten Vögel und Antilopen, Ameisen und andere Exoten. Ich gucke nach unten, was ist denn da auf meiner Hose, deine DNA? Was sehe ich da, deine DNA auf meiner Hose? Ist das wahr, deine DNA? Ja, DNA, was macht die denn da? Was sehe ich da, deine DNA auf meiner Hose? Ist das wahr, deine DNA? Ja, DNA, was macht die denn da? Lass mich mal gucken, oh ja klar, jo, das ist meine DNA. Ich hatte gerade einen Black zum Out, sorry dafür, yo, peace out. Mein Datensatz auf meiner Cloud, meine DNA auf deiner Haut. Scheiß doch drauf, schnapp dir ein Bier, immerhin ist es kurz nach vier. Was seh ich da, deine DNA auf meiner Hose? Ist das wahr, deine DNA? Ja, DNA, was macht die denn da? Was seh ich da, deine DNA auf meiner Hose? Ist das wahr, deine DNA? Ja, DNA, was macht die denn da? Die Sonne scheint exorbitant, hast du meine DNA da auf der Hand? Essen dabei leckere Wurst, trinken Bier vor lauter Durst. Ich komme aus dem Osten und? Problem damit, du dummer Hund. DNA ist DNS. Wir sind hier und wir sind Kess. Was sehe ich da, deine DNA auf meiner Hose? Ist das wahr, deine DNA? Ja, DNA, was macht die denn da? Was sehe ich da, deine DNA auf meiner Hose? Ist das wahr, deine DNA? Ja, DNA, was macht die denn da? Hast du meine DNA da auf der Hand? Essen dabei leckere Wurst, trinken Bier vor lauter Durst. Ich komme aus dem Osten und? Problem damit, du dummer Hund. DNA ist DNS. Wir sind hier und wir sind Kess. Was sehe ich da, deine DNA auf meiner Hose? Ist das wahr, deine DNA? Ja, DNA, was macht die denn da? Was sehe ich da, deine DNA auf meiner Hose? Ist das wahr, deine DNA? Ja, DNA, was macht die denn da?
bisschen Sonnenschein und komme mit. Crash und ich beim Picnic. Wir chillen ab und trinken Bier und sonnen uns genüsslich hier. Wir beobachten Vögel und Antilopen, Ameisen und andere Exoten. Ich gucke nach unten, was ist denn da? Auf meiner Hose deine DNA. Was sehe ich da? Deine DNA? Auf meiner Hose? Ist das wahr? Deine DNA? Ja, DNA. Was macht Didi denn da? Was sehe ich da? Deine DNA? Auf meiner Hose? Ist das wahr? Deine DNA? Ja, DNA. Was macht Lass mich mal gucken, oh ja klar, jo, das ist meine DNA. Ich hatte gerade einen Black zum Out, sorry dafür, yo, peace out. Mein Datensatz auf meiner Cloud, meine DNA auf deiner Haut. Scheiß doch drauf, schnapp dir ein Bier, immerhin ist es kurz nach vier. Was seh ich da, deine DNA, auf meiner Hose, ist das wahr, deine DNA? Ja, DNA, was macht die denn da? Was seh ich da, deine DNA, auf meiner Hose, ist das wahr, deine DNA? Ja, DNA, was macht die denn da? Die Sonne scheint exorbitant, hast du meine DNA da auf der Hand? Essen dabei leckere Wurst, trinken Bier vor lauter Durst. Ich komme aus dem Osten und? Problem damit, du dummer Hund. DNA ist DNS. Wir sind hier und wir sind Cass. Was seh ich da, deine DNA? Auf meiner Hose, ist das wahr? Deine DNA? Ja, DNA. Was macht die denn da? Was seh ich da, deine DNA? Auf meiner Hose, ist das wahr? Deine DNA? Ja, DNA. Was macht die denn da? Hast du meine DNA da auf der Hand? Essen dabei leckere Wurst, trinken Bier vor lauter Durst. Ich komme aus dem Osten und? Problem damit, du dummer Hund. DNA ist DNS. Wir sind hier und wir sind Cass. Was sehe ich da? Deine DNA auf meiner Hose? Ist das wahr? Deine DNA? Ja, DNA. Was macht die denn da? Was sehe ich da? Deine DNA auf meiner Hose? Ist das wahr? Deine DNA? Ja, DNA. Was macht die denn da?
Lass mich lesen. Bin nicht muted, hä? Bei mir bist du gemutet. Ach, ich hab dich letztes Mal gemutet, weil du geschnarcht hast. Jetzt erinnere ich mich. Okay. warte mal. Wie weit das weg? So, ja, jetzt sollte ich dich hören. Nee, jetzt hör ich dich nicht. Sonnenschein, nun komme mit. Crash und ich nach Pim und Nick. Wir chillen ab und trinken Bier und sonnen uns genüsslich hier. Wir beobachten Vögel und Antilopen, Ameisen und andere Exoten. Ich gucke nach unten, was ist denn da? Auf meiner Hose deine DNA. Was sehe ich da? Deine DNA? Auf meiner Hose? Ist das wahr? Deine DNA? Ja, DNA. Was macht die denn da? Was sehe ich da? Deine DNA? Auf meiner Hose? Ist das wahr? Deine DNA? Ja, DNA. Was macht die denn da? Lass mich mal gucken. Oh ja, klar. Jo, das ist meine DNA. Ich hatte gerade einen Black zum Out. Sorry dafür. Yo, peace out. Mein Datensatz auf meiner Cloud. Meine DNA auf deiner Haut. Scheiß doch drauf. Schnapp dir ein Bier. Immerhin ist es kurz nach 4. Was sehe ich da? Deine DNA auf meiner Hose? Ist das wahr? Deine DNA? Ja, DNA. Was macht die denn da? Was sehe ich da? Deine DNA auf meiner Hose? Ist das wahr? Deine DNA? Ja, DNA. Was macht die denn da? Die Sonne scheint exorbitant. Hast du meine DNA da auf der Hand? Essen dabei leckere Wurst, trinken Bier vor lauter Durst. Ich komme aus dem Osten und? Problem damit, du dummer Hund. DNA ist DNS. Wir sind hier und wir sind Cass. Was sehe ich da? Deine DNA auf meiner Hose? Ist das wahr? Deine DNA? Ja, DNA. Was macht die denn da? Was sehe ich da? Deine DNA auf meiner Hose? Ist das wahr? Deine DNA? Ja, DNA. Was macht die denn da? So, da sind wir wieder. Captain Tsubasa Talk, Thema Trainer Tierlist mit Fliege und Bogusch. Geil. Fliege bereitet alles vor, glaube ich, oder? Mhm. Dann können wir direkt loslegen. Soll ich direkt teilen? Ja, kannst machen. Na gut. So. Soll ich wieder größer machen oder geht das so? Ich glaube, das ist gut. Ich mache hier bei mir das sehr schön. Größer.
Hast du denn den Link in der Gruppe überhaupt geteilt? Vom Stream, ja. Das habe ich überhaupt nicht gesehen. Oh, hast du echt? Warum kriege ich denn keine Nachricht? Genau. Oh, Kylie hat sogar mal was Schlaues geschrieben. Schlaues, okay. Unglaublich. Ich denke, so groß können wir es verlassen. Perfekt. Okay. Bevor wir loslegen, ich habe ja einen Deal mit Netflix gemacht, wegen der Hypnose-Show, weil die so gut ankam. Und es gibt schon einen ersten Teaser. Also werde ich jetzt den Teaser abspielen. Also mach gleich den Ton an. Ja, werde ich tun. Gut. Muss ich aber am Handy machen. Okay, weil ich nebenbei halt Handy anhabe. Okay, so. Also der Teaser geht los. In 30 Sekunden sehen wir uns wieder. Wir reisen durch eine andere Dimension. Eine Dimension nicht nur des Sehens und des Hörens, sondern auch des Denkens. Sie ist das Reich zwischen Licht und Schatten. Zwischen Wissenschaft und Aberglaube. Und sie liegt zwischen dem Abgrund unserer Ängste und dem Gipfel unseres Wissens. Wir reisen durch eine Dimension der Fantasie. So, freut euch auf 2023. Da kommen die ersten Folgen. So. Gut. Wenn Fliegen fertig ist, machen wir weiter. Spielst du eigentlich den ganzen Tag Dream Team oder machst du sowas? Das ist ja unglaublich, wo du die Zeit und Kreativität hernimmst. Hat nur 10 Minuten gedauert, oder? Also. Aber das hat Netflix gemacht. Ich habe ja die Rechte verkauft, also ich habe nichts gemacht. So, gut. Dann können wir. Ach so, ach ja, Netflix, Entschuldigung. Natürlich. So, fangen wir doch direkt an, oder? Ja, klar. Den kennst du, glaube ich, den ersten, ne? Barbas, oder? Genau, das ist Diego Barbas. Trainer von Argentinien seit der U16 und auch hat Juan Diaz entdeckt auf der Straße, glaube ich. Genau. Das klingt falsch, aber okay. Das klingt falsch, okay. Ja, gehst du auf der Straße und suchst kleine Jungs? Ach so, das klingt falsch, ja. Okay. Das meinte ich. Das Problem, was ich immer bei diesen Listen habe, vielleicht kannst du mir da ja helfen. Hm. Ich brauche wie beim Puzzle erstmal so ein Fundament. Was ist denn S und was ist denn D? Weil normalerweise müsste jeder Trainer bei CT zwischen D und C sein, weil die absolut nichts machen. Aber ich denke mal, das ist nicht so gemeint bei dir, ne? Nö, S ist sowas wie Weltklasse. Trainer Galopp ist auch dabei, kennt er, wenn du genau dir deine Augen öffnest. Also sagen wir, S ist Weltklasse, so Champions League-Trainer. Okay. A ist internationale und Klasse, B nationale Klasse, C Kacke, okay, und D Scheiße. Okay, also geht's. Aber es geht um die Trainerskills, auch wenn die jetzt beim scheiß Verein sind, ne? Ja. Okay. KK. Barbas. Was würdest du denn da sagen? Ja, ich würde blind, weil ich noch nicht weiß, wo sie das alles orientieren wird, bei B erstmal sagen. Bei B, ich hätte jetzt tatsächlich schon A gesagt, weil er Argentinien-Trainer ist und halt Diaz entdeckt hat, ne? Okay, und das Ding ist, im CT-Universum machen die Trainer ja nicht so viel. Der hat ja schon mit das meiste gemacht im ganzen Anime. Ja, klar, mach ruhig auf A und dann gucken wir mal, wo sich das alles einpendelt. Außerdem hatte der schon das Talent von Tsubasa ja auch früh entdeckt, ne? Ja, wollte ihn ja auch mit nach. Ja, nachdem Tsubasa gegen Argentinien 4 Tore gemacht hat oder so, dann hat er erst das Talent entdeckt. Aber andere Trainer kamen nicht an. Ja, bestimmt. Immerhin, die waren ja erst 12, ne? Mhm. Das heißt ja noch nicht so viel. Trinktrainer Barbas? Ich glaube nicht. Ich will nämlich jetzt. Ach, scheiße. Obwohl, der trägt immer eine Sonnenbrille, könnte sein. Weil ich habe hier. Das ist das Schöne, wenn man auf dem Land arbeitet. Da stellen die Leute nämlich ihren eigenen Alk und Bier her. Ich habe hier Böllinger Holunderblüte. Mhm. Frisch aus dem Vollmetall. Okay, und jeder schön Trainer, 17. Den Alkoholiker Sauf ist, da trinkst du was? Okay. Ach. Mhm. Gut, dann lassen wir Barbas gelten. Sehr gut. Alter, schmeckt das geil. Ja, das sind die Gefährlichsten. Also, ja, das ganze Kollegium hat eine Flasche bekommen. Einige haben schon getrunken und gemeint, ich habe die ganze Flasche getrunken und nichts gemerkt. Und dann war ich fertig. Der hat 17%, schmeckt aber sehr geil nach dem ersten Schluck. Das sind die meisten Fruchtschnäpse. Oh ja.
gut. Diego Barbas SA. Jetzt muss ich tatsächlich nachgucken, wer das ist. Könnte ich dir auch nicht sagen. Lass mich mal raten. Das ist auf jeden Fall ja, okay, ein Nationaltrainer. Ich könnte, soll ich sagen? Also ich gebe den Tipp. Ich würde einfach Holland sagen. Das ist kein Nationaltrainer. Wer ist es denn? Das war Inter Mailands Jugendtrainer, als Shingo Aoi gekommen ist. Ach, hier Aoi's Kumpel oder was? Nee, das war der andere. Der richtige, der richtige Inter-Juniorentrainer. Ja, da haben wir schon das Problem, ne? Der ist ein Inter-Juniorentrainer, also ist ja besser als irgendwelche random Nankatsu-Trainer. Ja. Aber man weiß halt nicht, ob er gut ist oder nicht, ne? Ich würde tatsächlich sagen, weil Inters Jugend ist ja schon sehr gut, ne? Dass man die doch auf A packt oder ihn auf A packt. Aber Inter war was. Boah, ich hätte ihn jetzt sogar auf C gepackt, weil der Aoi's Talent nicht erkannt hat. Der hat doch Aoi doch gesehen und verpflichtet. Hat nicht. Warte mal, wer hat denn Aoi nochmal weggeschickt in Italien? War das nicht Inter Mailand zuerst? Aoi hat doch Probetrainings gemacht und hat hart versagt. Und dann wurde er doch vom Schuhputzer von Inter Mailand entdeckt, oder? Nee, es war anders. Also der hat sich ja gar nicht bei Inter, konnte sich ja nicht bewerben. Also der hat ja erst durch den Kontakt mit dem Platzwart. Ach, der wurde abgezogen. Stimmt, du hast recht. Oh, ich würde den aber nicht so wie Barbas machen, ja, oder? Ich hätte den B gemacht. Der ist auch nur Jugendtrainer, hast recht. Ja, also Barbas ist ja schon wirklich ein sehr guter Trainer für CT-Verhältnisse, ne? Die ja alle nicht so. Und Yasviti, Trainer Kitazume, von dem halte ich auch viel, aber mal gucken, wo der landet. So, der nächste dürfte sein, der sieht aus wie Rudi Schneider, aber kann nicht sein, oder? Moment. Rudi habe ich gesehen, der ist irgendwo unten. Den wirst du nicht kennen. Da unten ist Rudi. Den wirst du nicht kennen. Boah, ich würde jetzt einfach spontan sagen, der Jugendtrainer von Bremen. Nee, der sieht deutsch aus. Das ist schon ein A-Trainer, also von einer Profimannschaft. Und okay, einer Mannschaft aus Deutschland aber, oder? Nein, nein. Oh, der sieht nämlich so blond aus wie jeder Deutsche. Obwohl, jeder Europäer ist blond. Dann sage ich von Bordeaux. Die sieht man ja gar nicht. Das ist von Valencia, der Trainer. Der heißt Benítez, also angelehnt an Benítez wahrscheinlich. Valencia ist dann Valencia ist ein Top-Team, Trainer von Santana. Ich würde bei A ganz grob packen. Ich wollte ihn jetzt bei B vor dem Dings packen. Willst du ihn auf eine Stufe mit Barbas? Von mir aus können wir machen. Nee, wir können auch bei B vor dem machen. Also dazwischen ist auf jeden Fall. Okay. Wir können da später gucken, sieht das alles. Okay. Hätte ich jetzt schon. Okay. Aber mach vor dem. Hast du gut, okay. Hab ich. Gut, der nächste dürfte sein. Aha, du hast doch alle Bilder selber gequoppt, ne? Nee, das nicht. Das habe ich von Shinjis Seite geklaut. Einfach nur gespeichert. Außer Galopp Mourinho, die muss ich selber machen. So, der nächste ist. Okay, den wirst du auch nicht kennen. Aber du kennst das Team, das er trainiert hat. Hoffe ich doch mal, weil das alles echte Teams ja sind. Also das ist auf jeden Fall kein Japano-Coach. Das muss irgendwas Europa sein, so wie der aussieht. Ist der Trainer von Numancia. Keine Ahnung. Hey, das ist auch ein Jugendnationaltrainer, und zwar Italiens U16-Trainer von Shinke Pizzabara. Und da Italien so scheiße war... Ich hätte ihn auf C gepackt. Machen wir bei C, aufgrund seiner schlechten Leistung. Also Italien kann ja nix, außer Hernandez hält den Kasten sauber. Richtig, man muss auch die Leistung beurteilen, die man gesehen hat. Ja. Das stimmt. Wobei, taktisch, wir wissen ja nicht, was für Taktiken die machen. Taktisch war das eigentlich gegen Japan ja gut, ne? Die haben die ausgekontert, 1-0 und dann hinten dicht gemacht. Aber das ist billig, das ist auch billig. Und wenn es nicht klappt, ist das scheiße. Ganz einfach. Ja, aber du weißt, das ist schon das Höchste, was Takahashi zeichnen kann an Taktik, wenn schon der größte Taktikfuchs die Abseitsfalle ist. Ja, aber wenn halt die Taktik nicht klappt, so simpel die ist, dann ist der Trainer nur... Eigentlich hat es ja geklappt, ne? Man konnte ja nicht ahnen, dass Hernandez sich verletzt. Ah, okay, lassen wir bei C. Ja, okay. Aber dann dann müssten wir den Inter-Trainer doch auch schon auf C packen, als ob der best. Ja, stimmt, der ist der Jugendnationaltrainer der eine. Vor allem die Taktik, also wie gesagt, ich fand die Taktik, auch wenn sie nicht aufging, er hatte wenigstens eine Taktik. Andere Mannschaften haben ja gar keine, wenn man ehrlich ist. Aber Inter Mailand war erfolgreich und die U16 von Italien nicht. Ja, die Mannschaft von Inter ist aber auch eine der besten der Welt, die U16 von Italien nicht.
Also im Altersklassenvergleich. Und wenn wir aber nach also Leistung, 16. wenn wir auch nach Leistung beurteilen, würde ich trotzdem den. Aber du kannst ja nicht den Trainer nach der Stärke der Mannschaft jetzt beurteilen, sonst wäre ja beispielsweise Brazzo der beste Sportmanager der Welt mit. Ja, hast recht, aber. Achso. Oder Joachim Löw wäre der beste Trainer der Welt gewesen 2014. Viele würden den auf S dann packen, deswegen, weil die den nicht kennen. Ja. Aber wir ja nicht. Na gut, dann. C können wir. Ich würde die beiden tauschen, aber wenn du C lassen willst, dann muss der aber auch auf C. Ja, genau, lass beide auf C. Okay. Okay. Aber ich würde den Inter Fritzen aber vor den packen, vor dem U16. Okay, machen wir. Dann nehmen wir uns so. Aufgrund seiner hervorragenden Leistung mit der Interjugend. So. War nicht Hernandez in der Interjugend? Ja, auch, ja, das stimmt, ja. Auch, ja. Ja, also, dann hat er ja noch weniger Konkurrenz. Dann spielt er eh mal 1-0. Ja. Ja. Sagen wir, auf demselben Level sind die fertig. Brazzo, bester bosnischer Sportdirektor aller Zeiten. Ja, da hast du nicht Zoran Mamic vergessen, der jetzt im Knast ist, der doch hier mit Dynamo Zagreb doch. Oh, das ist der Klassiker. Wenn jemand breite Schultern hat bei Takahashi, kriegt er immer Schlitzaugen. Moment, wer ist denn der Nächste? Den Nächsten? Ach so, okay. Den kennst du. Ist auch irgendein Jugendtrainer von irgendeiner Mannschaft. Wahrscheinlich wieder Italien oder Juve oder so. Nee, das ist der aktuelle Trainer einer Olympiamannschaft. Oh. Die noch mit dabei ist. Dann ist es wahrscheinlich Spanien. Richtig, das ist Camacho, der Trainer von Spaniens U23-Mannschaft. Boah, also, ich hätte ihn hier hingepackt. Ich weiß nicht, ich glaube, Michael kann ja machen, was er will. Ich glaube, der Trainer. Deswegen. Und das ist halt im CT-Universum, die Trainer spielen halt gar keine Rolle. Das macht Dream Team jetzt schon besser mit nur zwei Sachen. Aber ich würde den auf B packen, weil er halt absolut gar nichts macht, ne? Außer Michael, mach mal was. Mach ruhig. Man hat den ja noch niemals bei den Teambesprechungen gesehen, oder? Ja, ja. Das war ja immer nur Michael. Ich wusste gar nicht, dass die einen Trainer hatten. Ja. Das ist wie Brasilien, wenn sie nicht Hongo haben. Da macht Rival auch alles. Ja. Eieiei. Da kommen ja noch ein paar Trainer, die man kennt. So, hast du gepackt auf. Ah ja, bist du dabei? Ja. Ich habe ihn mal zu B gepackt. Hast du? Ich sehe gar nichts. Hier. Ach so. Okay, ja. Die sehen alle gleich aus, ich weiß. Ja. Stay cool. Okay. Moment. Sviti hat mein Jameson-Emoji mit einer Sonnenbrille ausgestattet. Ich weiß gar nicht, dass sowas geht. Geil. Oder ist das ein Jameson? Ist das? Das ist meine Jameson-Flasche. Okay. Oh, okay. Sehr merkwürdig. Twitch überrascht mich immer wieder aufs Neue. So, der nächste dürfte sein, das weiß doch jeder. Ich muss selber kurz gucken. Okay, den kennst du nicht, aber das Team kennst du natürlich. Sag mal Region oder sag erstmal Nationalteam oder nicht? Ich würde sagen Nationalteam. Ja, Nationalteam. Aus. Er sieht europäisch aus, aber ich hätte jetzt anhand der Zeichnung gesagt, irgendwas. Asien doch? Kannst du vielleicht doch zoomen ein bisschen, damit man Zoom die Gesichter bisschen größer sieht, ja. So, reicht? Muss auf dem Fernseher gucken, wie das aussieht. Gleich. Ja, ist gut. Das ist gut, ja. Puh, der sieht natürlich. Die offensichtliche Sache wäre Europa. Irgendwas. Aber irgendwie die Zeichnung. Ich sag von Thailand, was weiß ich. Ich sag dir doch Europa, oder? Ach so, hast du gesagt? Oh, habe ich nicht gehört. Dann der Trainer von Europa, sagst du. Welche sieht man denn überhaupt mal? Der Trainer von Frankreich kann es nicht sein, der hat nicht blonde Haare. Boah, keine Ahnung, der Trainer von Italien bei der World Youth-Sache. Ein sehr guter Tipp. Nein, es war Frankreich von Shin-Captain Tsubasa. Ach, scheiße. Frankreich, Shin. Hat der irgendwas geleistet, außer im Elfmeterschießen Napoleon als Fünfte schießen lassen? Ja, der hat immerhin nicht gegen Japan in der regulären Spielzeit verloren. Lag das an der Taktik oder lag das einfach nur an den Spielern? Ich denke eher an den Heimvorteil, war ja in Frankreich das Turnier. Und am Regen vielleicht. Und dass Japan eine rote hatte. Genau, aber. Ich hätte ihn jetzt irgendwo bei C. Ja, guck ruhig bei C, ja. Wohin, würdest du sagen? Jetzt habe ich die beiden anderen vergessen, wer das waren. Das waren die beiden Italiener, ne? Okay. Ja. Dann würde ich den hinter den. Hier? In der Mitte? In der Mitte, genau. Ja. Okay.
Aber das sieht mir auf jeden Fall nach einem wichtigen Clubtrainer aus, der nächste. Das ist ein bisschen schwieriger jetzt, okay. Oh, ich hätte tatsächlich gesagt, aber ich glaube, da sah er noch jünger aus, das wäre Trapattoni im CT-Universum. Ein sehr guter Tipp, das ist ein sehr guter Tipp. Wer ist es denn? Ich gebe dir einen Tipp, der ist eigentlich nicht Kanon, der macht bei einem Special mit. Hm. Die habe ich gar nicht so alle gelesen, glaube ich. Und zwar beim Special Japan gegen Holland, Final Countdown. Das ist der Trainer der Holländer, also der holländischen A-Mannschaft. Und du weißt ja, in World Tour 2002, Superkickers, der Anime, gab es auch das Freundschaftsspiel gegen Holland. Ja. Das ist ja angelehnt an Final Countdown, wo die gegen die A-Mannschaft spielen. Und da im Manga war Johan Cruyff, also Cruyff oder so, der Trainer von Holland. Boah, das ist jetzt schwer. Allein nur, weil das Johan Cruyff ist, müsste ja schon bei A sein. Ich würde ihn jetzt ganz blind erstmal auf S packen, um zu gucken, was dann passiert. Ja. Besser als Barbas, der ja immerhin schon, vom Potenzial her, wenn der Trainer da Holland, müsste der auf S sein, aber wir wissen ja nicht, was er drauf hat. Also eigentlich halte ich Barbas für einen Idioten, aber ich habe keine guten Argumente dafür. Und was hat der Trainer denn geleistet überhaupt, dass wir ihn auf S packen? Der muss ja irgendwas Besonderes haben. Er ist Johan Cruyff, und wenn das Johan Cruyff ist, hat er aus Barcelona hier die Welt. Aber im Manga selber hat er nichts gemacht. Zwei gegen Japan hat er geschafft. Gegen Japans U20-Mannschaft. Wie gesagt, Barbas hat ja als Argumente, ne, Diaz entdeckt, Pascal dadurch entdeckt und sehr früh auch zu Barca anwerben wollen, ne? Also der hat zumindest gewisse Fähigkeiten. Und eine Sonnenbrille. Ich halte Barbas leider für einen Trottel, also ich weiß nicht. Aber auch nur, weil alle anderen Trainer nie auftauchen und was machen. Dann können die auch keine Trottel sein. Ja gut, okay, ich höre auf Palkia, Holland A hat gegen Japan Jugend nur unentschieden gespielt. Dann muss der auf A, oder? Hinter Barbas. Sehr schön, Palkia. Oh, das sieht mir aus wie der fette österreichische Nationaltrainer, wenn es ihn geben würde. Ja, aber den dürftest du auch kennen. Den hat man sehr oft gesehen. Von Hamburg, der Trainer? Entschuldigung, nee, ist er nicht. Das ist natürlich Del Pasque von Real Madrid, der natürlich verpflichtet hat. Der Real Madrid-Trainer, ne? Der müsste eigentlich... Dann würde ich auf jeden Fall S packen. Also man hat ja auch ein paar Spiele Real Madrid gesehen, dass er wenigstens ein bisschen taktisch was macht. Was ja schon mehr ist als alle anderen Trainer immer. Von daher können wir auf S packen. Ja. Genau, so, das war der Pasque. Und der nächste, den wirst du nicht kennen. Das ist irgendein Trainer aus... Das ist der Trainer vom Irak. Du Rassist. Oder Saudi-Arabien. Bisschen schwieriges. Johan Cruyff hatte Romario und Stoichkov. Damit hätte auch Taifun Korkut gewonnen. Nee, Korkut hätte nichts. Taifun Korkut gewinnt auch niemals beim Lotto, wenn er die Zahlen vorher kennt. So, okay, ich sag dir einfach, das ist natürlich Domingo Martinez, der Trainer von Albacete aus der zweiten spanischen Liga, der 0-10 gegen Tsubasa Barcelona B gespielt hat. Was willst du da machen? Okay, wir haben später japanische Jugendtrainer wahrscheinlich. Von daher müsst ihr aus Prinzip schon hier sein. Aber komm, 10-0 in der zweiten Liga verlieren. Ja, oder willst du ihn hier als letztes packen? Ja, pack nur ruhig bei D erstmal und dann schauen wir mal, was reinkommt. Okay. Hallo Anaris 1, ist hier der Stream mit der Tsubasa Inselbegabung? Inselbegabung? Keine Ahnung. Ich glaube nicht. So. Ja, gut, dann packen wir den bei D. Den nächsten dürftest du auch kennen. Nee. Den Trainer habe ich mir 0,0 gemerkt. Ich kann wirklich dir sagen, ich kenne 1, 2, 3, 4. Ein paar kenne ich vom Sehen, aber ich kenne vielleicht noch 10 Trainer, wenn es hochkommt. Vom Sehen direkt. Den wirst du auch nicht erraten, wo der ist. Ist auf jeden Fall. Sieht aus wie irgendein Jugendtrainer wieder aus, keine Ahnung, der Jugendtrainer von Bremen. Das ist richtig. Jetzt immer. Das ist richtig, das ist Bremens U16-Trainer. Weil das sieht zumindest, die Zeichnungen sehen sehr alt aus. Genau. Ich hätte jetzt eher den Blonden auf Bremen. Der Bremen U16-Trainer. Bremen ist ja auch ganz gut, ne? Ja, hätte ihn jetzt hier hinten irgendwo gepackt, weil ich vergessen habe, wer die anderen sind. Okay, dann ja, Anaris, dann sind wir der Tsubasa-Inselbegabungsstream. Richtig, so.
Dremler ist das. Dremler von Brems U16. Hast du den schon irgendwo hingepackt? Ich habe ihn einfach nach hinten zu C gepackt, weil ich den Rest vergessen habe. Ich würde den aber, weil Bremen doch ganz gut ist, hinter den Lombardia-Coach, hinter Inter Mailand packen. Okay. Aber doch nicht bei schlecht, also C ist ja bad. Ja, aber ist er so gut wie ein Valencia-Trainer, der U16-Trainer von Bremen? Stimmt, die Jugendtrainer müssen wir leider da. Ja. Gut, okay. Das war Dremler. Und der nächste, ja. Das ist Stefan Lewins Mutter. Nee. Außer Stefan Lewins Vater? Nee. Tipp, es ist ein Deutscher. Dann ist es der U16-Trainer von... Das kann es nicht sein, das kann es nicht sein. Der U16-Trainer, bleibt ja nicht mehr viel übrig. Der ist aber nicht der von Hamburg, ne? Er ist Trainer von Hamburg, aber nicht von der U16. Oh, von der U20? Ne, von dem Profiteam. Oh, ups. Der war der Vorgänger von Rudi Schneider. Bevor ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt Hamburg-Schneider nur im Kopf. Genau, also Rudi Schneider hat den abgelöst. Und dann halt der Nachfolger. Das war natürlich Felster. Felster war der Trainer des Hamburg-Profiteams vor Rudi Schneider. Würde ich auch hinten bei B. Hinter dem spanischen National. Aber es ist ja nur, dass er entlassen wurde. Ich würde vielleicht sogar. Aber er war ja immer ein Profi. Okay, dann also wird er doch besser als die ganzen Jugendtrainer. Okay, dann packen wir bei B, aber ganz am Ende. Ja, das habe ich. Achso, siehst du ja gar nicht. So schnell. So. Gut. Der nächste, den wirst du nicht kennen oder erkennen. Das ist der, bei welchem Verein spielte Nitta nochmal? Otomo. Das ist der Trainer von Otomo. Ist ein sehr guter Tipp, aber nein. Das ist der Trainer von Miiva, als Kira nicht mehr da ist. Das ist auch ein sehr guter Tipp, aber nein. Das ist der Trainer von Musashi. Das ist ein sehr guter Tipp und richtig. Das ist der Grundschultrainer von irgendwie Musashi. Irgendwie sowas. Also... Der muss hier hin, oder? Warte mal, wo ist Mizugi denn? Macht, oder? Also ich habe ihn ganz D unten gepackt, weil Mizugi einfach alles macht, oder? Also die Abs hat wirklich Mizugi allein die Abseitsfalle und so weiter erfunden ohne den Trainer? Ich denke ja. Ja gut, dann zockt er mal deinen. Weil Mizugi ist ja auch später so ein Taktikfuchs und der Trainer, wer sagt denn sogar immer die Abseitsfalle an? Das macht Mizugi. Ich glaube, wir müssten gleich mal alle eine Stufe höher machen, weil es kommen gleich noch richtig schlechte Trainer, glaube ich. Aber lass mal den packen erstmal wir nach D hinten einfach, oder? Ich würde eher sagen, dass wir dann very good und gut, also S und A vermischen und dann machen wir S. Aber schauen wir mal, einfach weiter. Okay, wir schauen mal. Der nächste. Warte ist mal, das der... Das ist. Ist das der Trainer von Nankatsu bei Mittelschule? Richtig, das ist er. Hast du gut erkannt. Der sieht genauso, fast genauso aus wie im Anime. Wie der Medizinmann, ne? Ja, nur hat er, glaube ich, schlitzigere Augen ab dem Anime, der Trainer, oder? Aber jetzt wird's süß. Achso, ich dachte schon, der Chat jetzt hat was Süßes gesagt. Jetzt wird's langsam süß. Der von Nankatsu, ne? Ja. Er lässt einen Verletzten zu Basa spielen. Und Stamm ist das Shutetsu-Trio. D ganz hinten. Ich würde den vor Musashi packen aufgrund seiner Erfolge. Ja, eigentlich ja. Aber sind das seine Erfolge, wenn einfach nur Tsubasa alles macht? Weil selbst der Trainer hat ja Tsubasa nicht ins Mittelfeld gestellt. Das war ja Robertos Notizbuch. Mhm. Ja, aber reicht ja. Wenn der ja, das reicht. Genau. Ja, ich denke mal, Galopp können wir ruhig auf S packen aufgrund seiner Erfolge. Und zwar nach vorne. Okay, das meine ich ernsthaft, weil man sieht ja wirklich, das habe ich ja schon mehrmals gesagt, kaum was Trainer machen und das Dreamteam das besser macht. Galopp hat nicht nur eine Taktik, die in der Halbzeit ein bisschen umändert, die geht auch noch auf. Von daher, das ist schon mehr als 80% der Liste je gemacht haben. Ja. Und es ist Galopp. Andererseits hat der Nitta geholt, ne? Müssten wir, doch. Packen wir nach vorne, es ist Galopp. Ja gut, ja, machen ruhig. Ich finde auch seine Taktik ganz gut gewesen. Er hat ja gegen Bremen gewonnen in dem Team. Und zwar wegen seiner Taktik. Zur Halbzeit stand es ja nur 1-1. Ja. Aber vor den Real Madrid-Trainer Del Pasque, okay. Na gut, lassen wir so. Wie viele Siege hast du vom Del Pasque im Manga gesehen? Der, wo du Vizemeister.
Wie viele Siege hat man gesehen? Vielleicht war er da rot gesperrt auf der Tribüne. Von Kloppo, Galopp hat man wenigstens einen Sieg gesehen. Dann lassen wir Galopp. Im Dream Team. Ja, gut. Außerdem hat das Bild höhere Qualität. Hast du gut gemacht. Okay. Ja, dann machen wir das so. Da, dessen Namen ich immer vergesse. Ja, ja, der Nationaltrainer, ja, ich vergesse immer den Namen. Warte. Ah, oh, Gamo, ne? Gamo, genau. Ja. Ich würde den sehr hochpacken aufgrund, der hat ja das World Youth Team aufgepeppt. Ich hätte den A ganz vorne gepackt. Ja, auch klingt sehr gut. Ich würde den sogar vor Barbas, weil ich ihn ja für einen Trottel halte, setze. Genau. Ja. Weil, der war das mit RJ7, ne? Nicht, genau, dass ich wieder, ja, ja, die Ideen und so, das war wirklich einer der wenigen Trainer, die mal was gemacht haben. Mhm. Und auch wirklich gut gemacht. Normalerweise, weil wir ja nicht wissen, was die machen, müsste der sogar auf S, oder? Nö. Ja, das RJ7-Training hat echt gute japanische Spieler noch besser gemacht. Gamo bleibt bei A. Ich wundere mich, dass die Sounddatei von Sweet Tea nicht gespielt wird. Da manchmal hängt mein Sound Alerts. Hm. Oh. Boah, ich würde den sogar ganz hinten zu S packen, oh, ganz ehrlich. Hat, glaube ich, nichts gehört. Komisch. Passiert manchmal bei den Sound-Dingern. Das wisst ihr alle selber, deswegen sage ich immer, mach das nie. Ich würde den... Nein, Gamu ist kein ehrlich, Welttrainer. Aber er hat, das muss man ja wirklich mal, wir reden ja nur über die Trainer-Skills, er hat die ganzen japanischen Stammspieler noch viel besser gemacht und richtig abgegradet. Ja. Mit dieser RJ7-Sache. Der ist aber kein Profi-Trainer vom Profi-Team. Ja, okay. Okay. Gut, der nächste ist natürlich der große. Den könntest du, wenn du dich anstrengst, erkennen. Ist auf jeden Fall ein World-Use-Trainer, oder? Fast, nein. Shit. Hätte ich jetzt vom Zeichenstil nur gesagt, weil der ist ähnlich aussieht. Dann U16? Nee. Shit, dann habe ich keine Ahnung. Golden 23. Und zwar, ich sag's einfach, Geese Coleman von Australien. Nach Australien. Genau. Boah. Der Geese Hitting-Verschnitt. Boah, das ist schwer. Entweder A ganz hinten oder B ganz vorne. Er war ja Nationaltrainer vom A-Team von Australien. Dann hat er einfach das Olympiateam übernommen, also eine Stufe drunter, weil er erfahrungsgemäß halt sehr hoch anzusiedeln ist. Ich würde, aber der hat die, oder hat er die Quali doch geschafft? Und was man halt nicht vergessen darf, auch wenn da Gensho, Tsubasa, Hyuga nicht dabei waren, das war der letzte Trainer, der Japan eine Niederlage zugefügt hat, ne? Ich würde den bei A packen. Ja. Ich denke sogar vor Gamu. Vor Gamu? Mhm. Vor Barbas auf jeden Fall. Ja, dann tun wir ihn vor Barbas. Ja, vor Gamu würde ich ihn nicht packen. Dafür sehen wir zu wenig von ihm, ne? Gut, ja gut. Na gut, dann packen wir mal. Ja, genau. So, den nächsten. Das ist irgendein Japsen-U-Trainer, oder? Nee, komplett falsch. Ups. Der ist auf jeden Fall betrunken. Okay, kann sein. Der hat so eine Schnapsnase wie Kira. Okay. Boah, was soll denn das sein? Der Trainer von Uruguay. Nein. Shit. Das ist Trainer von einer spanischen Mannschaft, einer A-Mannschaft, oh Gott, einer Profimannschaft. Der hat keinen Namen, der wurde namentlich nie erwähnt, aber ist Trainer von Granada. Allein weil er halt Granada trainiert, würde ich ihm B ganz nach hinten packen. Ja, gut, klingt gut, ja. Der Trainer von Granada. Ah, oh, der nächste ist der Trainer. Ja, ja, der. Zählt das überhaupt als Trainer? Der ist ja kein Trainer. Dann auch Torwarttrainer. Okay. Genau. S als letztes würde ich ihn packen. Bei S? Wirklich? Ich wollte den auch schon hoch ansiedeln. Ich dachte, du lass mich auch. Nee, jetzt A ganz sage. Ehrlich, der hat Müller trainiert. Müller ist einer der besten Torhüter der Welt. Und man sieht ja auch so seine Methoden im Gegensatz zu vielen anderen Trainern, die teilweise noch niemals Namen haben. Aber von daher würde ich ihn... Er ist ja kein richtiger Trainer, aber als Torwarttrainer würde ich ihn S packen. Und deswegen ganz nach hinten, weil die sind ja schon besser. Ich mag den Typen, also Günther ist das. ja, ich meine das ehrlich mit... Also das ist der beste Torwarttrainer...
Im CT-Universum, würde ich sagen. Der Pack hinter der Paske. Okay. Das ist an Müller-Wohlfahrt angelehnt, oder? So wie er aussieht. Der kam ja schon in den 80ern vor. Ich glaube, das ist absolut. Da gab es Müller-Wohlfahrt ja auch schon seit 80 Jahren. War er auch so prominent? Keine Ahnung. Müller-Wohlfahrt ist doch seit Jahrzehnten, glaube ich. Ich weiß auch, ob in Japan bekannt. Der bekannt ist. Keine Ahnung. Ich denke mal. Also er sieht zumindest aus wie Müller-Wohlfahrt und ist ja auch eine Arzt. Ne? Der sieht auch ein bisschen zumindest aus wie Hansi Hinterseer und Klaus Kinski sieht auch ein bisschen aus. Also ein alter Deutscher. Günther ist Klaus Kinski. Jetzt haben wir es. Ja, hallo Scheck, ein Gude. Ja gut, dann packen wir Günther. Das wird jetzt jeden erschrecken, wenn er jetzt reinkommt. Und sie eigentlich nicht. Na gut. Weil von Günther sieht man wirklich seit Jahrzehnten doch was. Seit Müller das erste Mal aufgetaucht ist, ja, und selbst jetzt in Rising Sun. Ja. Der ist immer noch Torwarttrainer, trainiert Müller, der in Rising Sun viel, viel näher an Genzo, obwohl, streichen wir mal das Deutschlandspiel, dann ist Müller, glaube ich, näher an Genzo dran als damals bei der U16. Mhm. Ja. Wobei U16 war Müller auch schon stark. Hat auf jeden Fall sehr lustige Szenen, der Günther, wenn er beim Elfmeter hinterm Tor steht und sagt, du springst jetzt gegen den Ball, egal ob du deine Arme da brichst oder amputiert werden musst oder sowas ähnliches. Und hat damit schon mehr gemacht als alle Trainer auf dieser Liste. Stell dir mal vor, so dein Torwarttrainer steht hinterm Tor beim wichtigen Elfmeterschuss. Es sind schon wahnsinnige Sachen passiert. Lehmann hat hinter einer Bande gepisst. Ja, also, ja. Es gibt alles. Ja. So, okay, stimme ich zu. Günther, dann bei S. So, der nächste Trainer, den kennst du nicht, den habe ich auch noch nie gesehen, den wird keiner kennen im Leben. Sieht aus wie ein 80er-Jahre-Deutscher mit dem Schnurrbart. Aber es ist wahrscheinlich. Oh, ich sag einfach mal, der Trainer von Kasachstan. Nein, Kasachstan gibt's nicht. Du meinst wahrscheinlich Usbekistan? Ja, natürlich. Wenn du das hörst, dann wirst du dir denken, was? Ich lese es einfach mal vor. Das ist der Coach von Hamana, einem Industrie-Profi-Club, wo Tsubasa einmal mittrainieren durfte als Kind. Das war im Originalmanga wahrscheinlich so. Ganz D hinten, oder? Ich weiß nicht, was Keine Ahnung. Ich würde ihn ganz nach hinten packen. Weil das klingt jetzt nicht so, als ob der irgendwas mal geleistet. Das könnte quasi so ein Feierabend-Coach sein. Ein Industrieclub. Ich denke, das war. Also damals gab es ja noch keine J-League. Wahrscheinlich wurden so die Profi-Clubs genannt, Industrieclub. Also ein J-League-Club. Ich würde mal sagen, J-League-Club. Und dann bei C auf jeden Fall. Boah, sicher, das. Also okay, dann mach bei D, aber dann. Vor dem 0-10-Typen da aus der zweiten spanischen Liga. Also findest du die zweite spanische Liga schlechter als einen japanischen Industrieclub? Ich finde einen Trainer, der 0-10 verliert in einem Zweitligaspiel, schlechter als 0-10, ja. Ja. Was meinst du, wie hoch der Trainer verloren hätte gegen Tsubasa? Der hat einen Schnurrbart. Ja, okay, packen wir nach dem. Obwohl, der hat 0-10-Trainer auch. Der hat sogar einen cooleren Schnurrbart. Okay, du hast recht. Aber lassen wir, okay. Ne, mach hinter dem spanischen Trainer. Mach hinter. Okay. Weil wir wissen nicht, was ein Industrieclub ist. Stell dir mal vor, das ist nur ein Club. Was so wirklich hier, wir sind den ganzen Tag unter Tage und spielen dann so ein bisschen hobbymäßig Fußball. Ich bin mir sicher, der Name Industrieclub kommt mir bekannt vor. Ich glaube, so wurden die J-League-Teams vor der J-League genannt. So, aber hier, der nächste Trainer, der ist lustig, aber was kann er denn jetzt erkennen? Ja, das ist der von Schweden, das hatten wir letztens, ne? Das ist das Problem, er ist halt lustig, deswegen würde ich ihn sehr gerne hochsetzen, aber da wir nichts von ihm wissen, würde ich ihn hier in der Mitte von B setzen. Klingt. Guck mal, wir haben bei B den Camacho von Rising Sun, den Trainer, ne? Wer war der Blonde? Dremler. Der hier von Valencia. Ich würde ihn hier zwischensetzen, tatsächlich. Ja, klingt gut. Zwischen. Also weil er lustig Camacho ist. Auf jeden Fall. Ja. Genau. So, hallo Daytona, X3, hallo. Das sieht mir aus wie ein im japanischen Anime so ein Geschäftsmann, der irgendein dunkles Geheimnis hat. Irgendwas Pädophilie oder so. Ah, okay, guck mal, was VT schrieb. Industrieclub gleich Firmenteams von Mitsubishi, Toyota etc. Also die Vorläufer der Jelly Clubs. Ja, also, dann können wir ihn ja da lassen, hinter dem zweiten spanischen da. Ja, da lag ich ja fast richtig. So. Genau, der nächste ist. Jetzt wird's eklig langsam mit der süßen Plörre. War ich das schon mit dem Trainer? Süffig, würde ich sagen, schmeckt's. Sehr gut, aber süffig und süß nach einer Weile.
So, also ist das ein Kinderschänder, der hier? Kann sein, aber er ist auch ein Trainer. Oh. Also ist er kein Jugendtrainer? Nee, aber vielleicht belgischer Nationaltrainer? Nein, ist er nicht. Ach so, okay. Hätte ja sein können. Nee, weil Belgier sind ja Kinderschänder im allgemeinen Volksmund. Ja, so. Alle Länder. Soll ich einfach mal sagen, wer das ist? Ist ein japanischer Trainer, oder? Nein. Oh. Das ist ein Profi-Team-Trainer aus Spanien, und zwar Inureta, der Coach von La Coruña, also von Radunga. Dann würde ich ihn vor unserem Schweden setzen. Der Coruña. Sieht sehr gut aus. Hinter Camacho, ja. Rising Sun Trainer. Da hätte ich ihn jetzt hingesetzt. Trainer des Bistums Münster, okay. Das ist doch jetzt irgendein Japano-Trainer irgendwas. Ja, beim nächsten hast du recht, genau. Aber ich glaube, von Hanover. Nee, noch schlechtere Fußballmannschaft. Dann von der Qualifikation von der Grundschule. Könnte sein. Gegnerteam. Ist auf jeden Fall eine Grundschule, das ist Shimizu, der Trainer. Da heißt Shimizu. Was war Shimizu nochmal? Ja, so ein Kackclub. Also noch niemals beim Turnier dabei, sondern. Ich glaube nicht, dass die sich qualifiziert. Ja, dann ganz hinten, oder? Ja, hinter Musashi Grundschule. Okay. Ah, den kenne ich doch, warte mal. Den kennst du, ja. Wenn du den jetzt nicht erregst. Warte. Ach Gott. Ist das von Juve? Nee. Warte. Ach du Scheiße, warte. Ja, ich begrüße lange Nani the Fuck, hallo? Boah, leck mich am. Sag mal, ich komme nicht drauf. Ich habe die Bilder vor Augen, aber ich komme nicht drauf. Ich gebe dir einen Tipp, aber dann wirst du sofort erraten. Robertos Vorbild. Ach, natürlich, der brasilianische RS-Trainer, ne? Richtig, der Rising Sun. Aragones oder so. Genau, ne? Joao Aragones. Robertos großer Trainer. Ich würde den dadurch hinter Galopp setzen. Er ist halt anscheinend eine Trainerlegende, ja. Aber er macht ja nichts in RS. Rivaul macht alles. Ja, ich habe dir letztes Mal schon die Vermutung gesagt, dass er tot ist, wie bei. Deswegen würde ich ihn hinter Galopp setzen. Aber hey, Brasilien hat alle geputzt, da muss für den Trainer auch ein bisschen hier Props geben. Deswegen ja, hinter Galopp und vor Del Pasque. Aber hinter Galopp nur wegen einer Szene von Galopp. Galopp hat Nitter zu einem Bundesliga-Debüt verholfen. Das hätte vor 20 Jahren niemand gedacht. Ja, mach hinter Galopp, okay. Oh Gott, wer ist denn das? Das ist natürlich... Das ist der Juve-Trainer. Nee, ist er nicht. Nein, du kannst weiterraten. Ist auf jeden Fall ein Italienischer, oder? Nee. Schade. Dann ist es der Stürmertrainer der deutschen U16. Nee, ich gebe dir mal einen Tipp, und zwar, der sieht nicht so aus wie das Land, was er trainiert. Das ist auf jeden Fall nicht dieselbe Nation. Dann ist es der Trainer von Uruguay. Sehr guter Tipp, aber nein, das ist von Saudi-Arabien, der Trainer von der U20-Saudi-Mannschaft von Uruguay. Also. José Pérez, wahrscheinlich Mexikaner. Den hätte ich jetzt hinter unserem Schweden gesetzt, weil Saudi-Arabien hat eigentlich ganz gut gegen Japan mitgehalten. Ja, Schweden ist weitergekommen, wir sind Europäer, also machen wir hinter Hansen für die Ausnahme. Ja, Saudi-Arabien ist ja jetzt nicht. Ah, jetzt kommt der Trainer von Juve. Nee. Guck mal, wie süß der guckt. Also das könnte ja, deswegen, sein. Der sieht schon, das sieht auf jeden Fall 80er Jahre aus. Das ist nichts Rising Sun, oder? Das ist nicht Rising Sun, aber auch nicht die 80er. Das ist der. Boah, kein Plan. Die sehen doch alle scheiße aus. Das ist der Trainer von Bayern. Nee, Vorschneider. Woto 2002 in der J-League. Und zwar der Trainer von den Kashima Endlers. Endlers war Leo Pepe? Ja, genau. Das klingt nach Kashima. Oder war das Kashiwa Reiso? Nee, Kashima Endlers war, glaube ich, Leo. Ja. Ich guck mal eben nach. Okay. Ah, das sieht man ja jetzt, ne? Du kannst ruhig trotzdem machen. Ich müsste Leo Pepe sein, ne? Ja, Leo Pepe. Gut, er ist J-League-Trainer, heißt Profi-Club. Ich guck mal eben, ich hab's nämlich vergessen. Wo spielt denn Tepay nochmal? Bei, warte, das wusste ich mal. Ach, Osaka.
Stimmt. Nee, okay, dann würde ich es nicht erwarten. Boah. Irgendwo bei C auf jeden Fall, oder? Muss mal gucken, wer da überhaupt ist bei C alles. Der Beste bei C ist der U16-Trainer Inter Mailands. Der schlechteste ist der U16-Trainer von Italien. Wer ist U12, Entschuldigung. Ganz am Ende. Der Trainer von Granada. Ja, mach bei C ganz vorn oder hinter. Ich halte immer noch viel vom. Okay, dann tun wir ihn dahinter, ja, aber, ne? Genau. Bei den dazwischen habe ich vergessen. Ja. Frankreich und U-Trainer von Bremen wahrscheinlich. Ja. Ah, nee, der ist ja da oben. Genau, egal. So, okay, der nächste. Ach, da haben wir den Trainer von Osaka. Könnte so aussehen, als ob Tepai trainiert, aber nee. Ach, schade. Wer ist es denn? Ja, also, er ist kein Japaner. Dann ist es der Trainer von... Ist auf jeden Fall Asien, oder? Ja. China ist es nicht, ne? Ich hätte jetzt Thailand gesagt einfach. Nee, das ist der Trainer von Südkorea, von der U19, aber nicht unsere U19 von World Youth, sondern aus Golden 23, Sawada, ist ja ein Jahr jünger und hat einmal gegen Südkorea gespielt und das ist der Trainer von Südkorea gewesen in dem Spiel. Was soll man dazu sagen? Also bei C würde ich den sagen, ganz am Ende, oder? Ich hätte den D ganz am Anfang gesetzt. Oh ja, D ganz am Anfang ist auch gut. Ja, machen wir D ganz am Anfang. Okay. C ganz kommt. Oh, den kenne ich. Wo packen wir denn Key rein? Das ist ein sehr lernbegieriger Trainer, der viele Fehler aber auch macht. Ja. Mit dem Ball B packen? Das Problem ist, ich hätte ihn tatsächlich zu A gepackt, weil er ja wirklich Erfolge hat und sich entwickelt. Das Problem ist nur, damals Grundschule. Neiva ist ja zwar Finale gekommen, hat auch zu Barca besiegt, aber seine Taktik bestand daraus, Hyuga darf alles machen. Ja, ich muss Scheck sagen, bitte keine Nazi-Begriffe hier raushauen im Chat, das sieht Twitch nicht gerne. Ich würde den... Nee, ich vergleiche den mal mit Gamu. Findest du den besser oder schlechter als Gamu? Ich finde den auf jeden Fall schlechter, weil er Fehler macht. Mhm, okay. Also bei B würde ich ihn packen, die Frage ist nur wo. Der erste ist der von Valencia, ne? Dann würde ich ihn hinter den von Valencia packen. Der soll besser, also Kira soll besser sein als der Trainer von Spanien. In Rising Sun. Naja, was du nicht vergessen darfst, er hat Savada in der Grundschule entdeckt, ne? Als ein viel jüngerer und ihn dadurch aufgebaut. Okay, pack den dann vor Rising Sun Spanien Trainer. Gut. Hinter Valencia, okay. Wer war nochmal der davor? Der ist der von Valencia. Ich hätte Kira, glaube ich, sogar hinter Hidding gepackt, glaube ich. Aber doch nicht vor Barbas. Ich dachte, Barbas wäre ein Idiot. Aber doch nicht wie Kira. Ja, das Problem ist, wir sehen natürlich, dass Kira viele Fehler macht, aber wir sehen es auch nur, weil wir alle anderen Trainer nie sehen, die irgendwas machen. Kira ist halt so eine Art Hyuga, ne? Immer die Nummer 2 gefühlt, aber dafür die coolere Story. Und guck mal, vielleicht ist Mario Basler auch ein guter Trainer. Das wissen wir nicht, weil er halt immer nur säuft. Und wir würden Mario Basler ja auch nicht bei Zwischenbußfeldern. Ja, aber Kira hatte wenigstens Erfolge, Basler nicht als Trainer. Ich würde den nicht bei A packen, will ich nicht. Ich will den nicht bei Kreuf und Barbas packen. Nee, und was ist, wenn Japan gegen Spanien gewinnt, was ja passieren wird? Müssen wir erst mal gucken, wie der gewinnt, weil Misugi ist ja aktuell der Co-Trainer und der scheint alles zu machen. Aber hat Kira zu Barseins Defensive im Mittelfeld gestellt? Kann sein. Weiß ich nicht. Oder war es Misugi? Oder zu Barse selbst, weiß ich gerade nicht. Ach, Kitazuma. Dadurch schwer, weil den finde ich als Trainer, auch wenn er eine U-Japan-Mannschaft trainiert, Mittelschule, eigentlich ja nix ist, aber als Trainer ist der genial. Also Kitazuma hat Prinzipien, die hält er auch. Der scheißt tatsächlich auf Hyuga, obwohl er das genau weiß. Dass er der Ultrastar ist. Und trotzdem kommen die auch noch ins Finale ohne Hyuga. Ja, Toho, das muss man ja sagen, ne, hat Wakashimazu und keiner in Japan außer Tsubasa und Glücks-Meiwa kann Tor gegen den machen. Von daher kann man ja gar nicht verlieren. Ich würde Kita... Boah, das Problem ist, einfach weil er Japan-Mittelschule ist, müsste er ja irgendwo bei D sein, aber als Trainer ist er halt echt gut. Ja, ich würde auch viel höher einschätzen. Ja. Ich würde sogar höher als Kira einschätzen. Ja, ich nehme mich auch. Ich hätte den
Ich hätte den tatsächlich irgendwo A oder B vorne gepackt. Machen wir einfach aufgrund seiner hochklassigen Leistung und seiner Atze-Schröder-Brille auf, auf B ganz am Anfang vor Valencia. Okay. Okay, machen wir. Der sieht aus wie Atze Schröder von der Locken her, geil. Ja, also haben wir den Trainer einer japanischen Mittelschule vor dem Trainer von Valencia. Aber er ist halt ein geiler Trainer, weil man halt auch sieht, wie er trainiert und so, ja, ne? Das und Prinzipien hat. Und Sorimachi hat Tore gemacht, was damals oder heutzutage niemals passieren würde. Richtig. Ja. Stell mal vor, Tepais Vater, also Kitazuma, hätte Tepai trainiert. Was das für ein Star hätte werden. Oder Kitazuma hätte gegen Musashi verloren in der Qualifikation. Genau. Ja, das, ja. Stimmt. Gott segne den Herzfehler. Ist eigentlich Misugi dabei als Trainer irgendwo? Bin ich schon ein Torwarttrainer von Deutschland? Habe ich mir überlegt, ja, ne? Dann hätte ich aber Misaki auch noch reinpacken müssen. Der okay. Hat auch mal kurz eine Mannschaft trainiert. Da habe ich gelassen, ne. Ja, okay. Ja, Misugi trainiert ja schon ein paar Jahre eigentlich. Aber ich verstehe schon, ist ein aktiver Spieler, passt. Passt. So, der nächste, auf den kommst du nie, aber das ist ein sehr interessanter Mann, als ich den jetzt gelesen habe. Mm, okay, also muss es eine interessante Taktikmannschaft gewesen sein, ne? Es war ein Coup, glaube ich. Ein was? Ein Coup, also eine gute Idee. Ich sag's einfach, weil das nicht ja, ist. Das ist nämlich Kleimann, also ein Deutscher. Das ist der Torwarttrainer von Japan in World Youth. Japan hat sich einen deutschen Torwarttrainer geholt. Da wäre ich niemals im Leben drauf gekommen. Ja, wusste ich auch nicht. Aber das ist Kleimann, ein deutscher Torwarttrainer der World Youth. Manche. World Youth war die U20-WM, ne? Ja. Was will der denn trainieren? Stell Gänse ins Tor, Ende. Ja, Gänse hat er. Ja, weiß ich nicht. Wenn auch Arvin Colli mit dabei war, dann ist das schon eine Leistung, wenn der Morisaki und so trainiert. Der ist ja nur so ein Torwarttrainer. Ich hätte ihn am Ende von C gepackt, weil er kein richtiger Trainer ist. Und macht der irgendwas Besonderes? Ich glaube wenn nicht. Du sagst, das ist ein Coup? Das ist einfach nur ein deutscher Torwarttrainer. Er hätte ihn bei C ganz am Ende gepackt. Bei C ganz am Ende. Also ich glaube schon, dass der U12-Trainer von Italien mehr drauf hat als ein Torwarttrainer. Okay, macht klingt sehr gut. C am Ende, ja. Ach, den kenne ich doch. Das ist der Trainer von Juve. Warte. Nee, nein. Echt nicht? Nee, nee, ups. Nein. Das sage ich jetzt immer. Aber sieht so aus, als ob er. Also, er sieht so aus wie der Fitnesstrainer von Juve. Das ja, den meinte ich übrigens auch. Ach, den meinst du, den ist es aber nicht. Ja, aber ja. Sieht so aus. Oh. Ja. Dann ist es irgendein spanischer Trainer aus Road 2. Nee, das Bitte ist der mal. Holländische Nationaltrainer der Olympiamannschaft. Oh! Boah, den würde ich nicht hochmachen. Ja. Einfach nur, weil Holland richtig hart enttäuscht hat. Ja. Boah, den hätte ich jetzt. Ich hätte ihn jetzt hinter dem Schweden sogar noch gepackt. Warte, wer ist nochmal? Achso, das ist jetzt der. War das Victor Perez, der Saudi-Trainer? Ja. Dann war der U16-Bremen-Trainer und dann Granada, ne? Ja. Und davor irgendwelche anderen. Hinter den Schweden? Ja, aber nicht besser als der Schwede, oder? Weil Holland hat schon hart enttäuscht. Schweden war im Halbfinale, ne? Ja, gut. Nee, die waren im Halbfinale. Deutschland. Ah ja, und haben Deutschland besiegt. Ja, okay, lass hinter hatten sie ja. Ist okay. Oh, das ist ja High Quality. Warte, ich muss mir mal ein Bier holen. Solange lasse ich noch meinen Netflix-Teaser abspielen. Tu das. Weil für die Leute, die erst dazu geschaltet haben, ich konnte ja meine Rechte für die Hypnose-Sendung von der letzten Woche an Netflix verkaufen. Hier schon mal der Teaser. Bis gleich. Wir reisen durch eine andere Dimension. Eine Dimension nicht nur des Sehens und des Hörens, sondern auch des Denkens. Sie ist das Reich zwischen Licht und Schatten. Zwischen Wissenschaft und Aberglaube. Und sie liegt zwischen dem Abgrund unserer Ängste und dem Gipfel unseres Wissens. Wir reisen durch eine Dimension der Fantasie. Ich. 2023 bei Netflix. So. Gut, wer ist der Nächste? Das würde ich gerne wissen. Ich kann es nicht erkennen. Und wahrscheinlich kenne ich ihn auch nicht. Ja, den wirst du auch nicht kennen. Okay. Das ist auch aus einem One-Shot-Special. Oh,
Scheck rauft sich vor Freude die Haare, weil er schon sich freut auf die. Ist das der norwegische Nationaltrainer? Nee, das ist der aus einem One-Shot, und zwar der Brasilien A11-Trainer vom Profiteam mit Romeldo, glaube ich, das war Millennium Dream. Und zwar ist das natürlich Luxemburigo. Angelehnt an Luxemburgo, der war damals wohl ein Star-Trainer. Luxemburigo. Wo hatten wir nochmal den Johann Cruyff gepackt? Bei A, würde ich auch bei A hinter Cruyff packen. Einfach okay, aber A-Trainer. Okay, ja, da gehe ich mit. So, ja, den nächsten wirst du nicht kennen. Ja, das ist ein japanischer Grundschultrainer von Hanawa. Hast du sehr gut geraten, aber falsch. Schade. Falsches Team. Also Grundschule stimmt, Japan auch. Das ist der Trainer von Tsuda FC. Und wer soll das sein? Weiß ich nicht. Der heißt Maehara und hat Tsuda FC trainiert in der Grundschule. Ich habe keine Ahnung, wo die vorkommen. Dann pack ich mal ganz hinten. Sorry, Bob, hab letzte Nacht meine DNA bei dir vergessen, okay? FC Tsuda. Sicher, dass das, der sieht aus wie der Spieler. Ah, nee, doch nicht. Verliert gegen Shimizu 5-0 im Halbfinale. Okay. In der Shizuoka-Qualifikation. Ich habe vergessen, was hier der andere gemacht hat, aber allein deshalb packe ich ihn nach ganz hinten. 5-0 in der Grundschule. Schlimmer als 10-0 in der zweiten spanischen Liga auf jeden Fall, ja. Oh, wen haben wir denn da? Ich gucke. Das 8, den kennst du doch. Da gibt es die Münze von Dream Team. Von dem. Eine Münze? Ach so. Ja. Sag mal seinen Namen nochmal. Mario. Ja. Brasilien und? Irgendwas, ne? Oder? Er ist bei Japan im Team, im Trainerteam. Ach du Scheiße. Wo siehst du, wie sehr ich mich für die Trainer interessiere? Ich frag dich gerade, warum, aber anscheinend ist er das. Der ist Torwarttrainer von Japan, aber in Rising Sun. Dann würde ich ihn... Wo haben wir den Torwarttrainer eben hingepackt? Wo ist er denn? Ach hier, dann würde ich ihn direkt davor packen. Davor? Ich weiß nicht, was Mario kann. Also Rising Sun ist auf jeden Fall besser Torwarttrainer als der aus World Youth, hoffe ich mal. Ich frage mich gerade, was Kleinmann falsch gemacht hat, dass er nicht übernommen wurde. Oder vielleicht zu teuer, weil der Deutsche... Aber man kennt es doch, deutsche Torwarttrainer sind nicht so gut wie brasilianische. Okay, ja, pack den ruhig dahin, ja. Gut. Ach, das ist doch der Trainer hier von Calcio, hier, dritte italienische Liga da, Regina? Nee, richtig, doch. Müsste Regina sein. Jugas Trainer bei Regina und davor war ja World Youth der Trainer von Uruguay. Ach ja, stimmt, das war er ja auch noch. Genau, der hat das Team neu geformt, mit Hino hatte Hino noch extra ins Team geholt. Der Südkorea eigentlich, aber ist Trainer gewesen von Uruguay und dann von Regina. Der perverse Geschäftsmann hier, wer war er nochmal? Das war irgendein Spanisch, La Corona, glaube ich, oder? Warte, ich schau nochmal. Ah ja, stimmt, La Corona. Ich würde den Regina-Trainer vor dem von La Corona setzen. Ich würde den auf jeden Fall weit höher als so mancher Profi-Trainer setzen. Wo würdest du ihn hinsetzen? Ich muss gucken. Hinter Kira? Ja. Ja, perfekt, genau. Und hinter den Spanier, ja. Okay, der hätte ihn auch hingesetzt. Ja, passt doch. Super, ja. Ach, der hat Urabe entdeckt. Hab ihn schon mal platziert. Warte mal kurz, wer ist der nächste? Ach, der Mourinho, okay. Also, wir wissen, dass der Mourinho ist, aber der hat Urabe geholt, ja. Also, D ganz hinten. Nee, der hat ja nicht Tipp geholt. Er ist wahrscheinlich auch ein guter Trainer, ne? Ich würde ihn hinter... Ich hätte ihn tatsächlich B ganz vorne gesetzt. Nee, wir müssen den mindestens A, weil er ein Star-Trainer ist. Mindestens A. Aber ist er im CT-Universum Star-Trainer, wenn er noch Porto trainiert, ja, wo Wakashimazu und fucking Urabe dann spielt? Alleine, weil er Urabe einen Vertrag angibt, würde ich ihn nicht auf A setzen. Ich würde den 100% auf A. Ich werde nicht nur bei B packen. Ich würde aber hinter Gamu, vielleicht sogar hinter Gies Kohlmann und hinter Barbas backen.
Okay. Ja. Und vor ja, Kreuz. Okay. Boah, der hat Urabe geholt, ne? Ja, vielleicht macht Urabe was Cooles. Oder was? Ein Eigentor. Mhm. Okay, machen wir ihn da ein. Den kann ich auch irgendwo von sehen. Moment. Das ist der... Ist das irgendein spanischer Coach wieder? Du hattest es doch vor geraten. Ach, der Trainer von Juve. Ja, der Fitnesstrainer, nicht der A-Trainer, aber der Stimmt. Fitnesstrainer ja, von ja, Juve. Ja, den meine ich immer. Richtig, Mazzantini, der Fitnesstrainer von Juve, der sagte, was ist mit dir los, dein Körperbalance ist ja im Arsch. Also seine Leistung war, auf dem PC zu schauen, ne? Ja, genau, und zu sagen, hä? Dein rechtes Bein ist halt der Fitnesstrainer von Juve, deswegen würde ich ihn tatsächlich vor Mario nur packen. Also, er ist halt ein Fitnesstrainer, ne? Der auf dem PC schaut. Wo ist nochmal Mario? Mario ist bei C. Aber, ziemlich am Ende. Aber das Fitness ist wichtig. Und zwar wichtiger als so ein J-League-Trainer, würde ich behaupten. Ja, findest du Fitness wichtiger als der U16-Trainer von Inter? Nee, da hast du recht. Okay, dann sind wir irgendwo bei C wahrscheinlich. Bei C schon mal. Hinter den Inter-Trainer, würde ich sagen. Okay. Und was meint er mit Check Falschfliege? Was war denn falsch? Wahrscheinlich Urabe, dass ich ihn auf D gepackt habe. So. Mourinho. Gut, okay. Da ist Mazzantini dann. Okay. Und der nächste ist, den kennst du aber. Soll das Mikami sein? Richtig, das ist Trainer Mikami. Habe ich jetzt kaum erkannt. Weil er lacht ja, hast recht, um seine Falten. Ja, deswegen. Und Mikami habe ich immer mit dunklen Haaren irgendwie im Kopf. Ja. Da sehen die irgendwie so hell aus. Er trainiert ja Gänze, ne? Wow, die Frage ist, wäre Gänze auch ohne Mikami so gut geworden, wie er ist? Ich muss Bellamy erstmal eine Verwarnung aussprechen, weil er mich beleidigt hat. Erste so Verwarnung. Kennen wir Bellamy. XDs. Ah, er nimmt aber ihn mit nach Deutschland und bringt ihn bei Hamburg unter, ne? Ja. Er ist... Boah. Ich würde den schlechter als Keita zu packen. Ist er besser als Kira? Ich glaube ja. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, wenn wir jetzt nur auf seine Expertise Torwarttrainer gehen, wie damals Günther da oben. Aber der ist ja A-Trainer gewesen von der U16 von Japan. Ach ja, stimmt, das war er ja auch noch, ja. Und das war. Ja, ich meine, er hat immerhin gewonnen, ne? Ich hätte ihn jetzt B ganz nach vorne gepackt. Weil er trainiert nicht nur Gänze und macht den mega gut, er nimmt den auch, was gut ist, mit nach Deutschland, ne? Um ihn weiterzuentwickeln und bringt ihn dann bei Hamburg unter, wo Gänze dann gegen Schneider immer besser wird. Ich würde den vor Kira packen. Hinter dem Valencia-Coach. Und dann hinter Kitazuma. Du liebst Kitazuma, ne? Ja. Okay, dann machen wir das so. Ja, ich glaube, das passt. Das ist schon in Ordnung. Ja. So, den nächsten wirst du auch kennen, wenn du dich anstrengst. Ist das wieder irgendein Spanischer? Nein. Ja, wenn ich ihn kennen soll, dann irgendein Nationaltrainer wahrscheinlich, oder? Nee. Oh. Es ist der Trainer der ersten Mannschaft von Bremen. Nee. Ich hätte dann keine Ahnung. Das ist der Trainer juckt mich null. Das ist der Juventus-Trainer, der Ancelotti-Verschnitt, Monetti. Das soll Ancelotti sein? Ja. Ach du Scheiße. Und ja, der hat die großartige Taktik gehabt, hier Juga auf Thuram einzusetzen, damit Thuram müde wird. Ich hätte ihn... Vor Cruyff gesetzt. Ich würde den bei S packen. Bei S. Der muss bei S. Der muss bei S sein. Okay. Hinter Günther aber. Nee, vor was? Günther. Hinter Günther okay, kann dann froh sein, dass er S ist als Torwarttrainer. Aber dann nur vor Günther. Vor nicht höher. Ja, ich weiß nicht, ob der Paske ist Realtrainer. Aber Juventus ist auch eine Top-Mannschaft, ne? Und von dem haben wir gesehen als von Del Paske. Eigentlich auch mehr als von Aragonés. Dann zwischen Del Pasco und Aragonés. Vor Aragonés würde ich ihn nicht setzen. Ja, zwischen Aragonés und Del Pasco, okay. Okay. Allein wegen der Frisur nicht. Das ist doch wieder so ein japanischer Grundschultrainer, oder? Warte. Nee. Nein. Boah, Scheck, ey. Ich kenne die Trainer nicht. Wie oft denn noch? Die jucken mich null, weil die eh nichts machen im gesamten CT-Universum. Wir haben jetzt hier so eine Riesenliste und wir können drei Trainer sagen, die irgendwas mal überhaupt geleistet haben. Und das ist Ancelotti,
Kita Sume. Und vielleicht, ja, und Kira. Der Rest macht doch absolut gar nichts. Okay, der RJ7 auch noch. Vielleicht ein paar mehr als drei. Kannst mir nicht sagen, dass du den ja erkannt hast, Shaq. Der hat dieselben Haare wie ich. Warte, ich muss den auf S packen. Ja, der Typ wollte ich gerade sogar sagen, mit Bart sieht er aus wie du vorhin. Ist das wieder so ein Japano? Nee, Grundschultrainer? Nee, komplett falsch. Ich sag dir einfach, wer das ist. Shaq weiß das natürlich. Das ist Moura, der Torwarttrainer von Barcelona. Natürlich. Wo packen wir den hin? Torwarttrainer von Barcelona. Ich hätte den. Besser als Mario. Ne? Ja, das ja. Ich hätte ihn jetzt vor dem Fitnesstrainer von Juve gesetzt. Vor dem Fitness. Weil ich würde Torwart hinterm Fitnesstrainer von Juve. Okay. Ja. Von mir aus. Stimmt. Barcelona hat nur Richard und Valdes. Das sind Gurken. Natürlich. Mein Darm hat mehr geleistet als die Figuren alle zusammen. Okay. Crash. Alles klar. So, das ist ein Grundschultrainer, ja. Obwohl, der sieht nicht aus wie ein Grundschultrainer in Japan. Okay, der Trainer ist lustig, also die Mannschaft ist lustig, sag ich mal so. Lustig. Den kennst du nicht, den habe ich auch noch nie gesehen. Den hat keiner im Leben gesehen. Dann doch, Shaq hat ihn 100 pro gesehen. Der hat auch eine kleine Nase, ey. Das ist der Trainer von Thailand. Nee, nein. Irgendwie so eine spanische Zweitligamannschaft oder sowas. Auch nicht. Es ist, ich sag's einfach mal, das ist eine japanische Mannschaft. Oh Gott. In einem Mittelschul- oder vielleicht auch Grundschulmannschaft gewesen. Natürlich von Nakahara, von Shingo. Boah, die waren richtig scheiße. Die haben im Freundschaftsspiel gegen Nakatsu 12-0 verloren. Ich hätte ihn hinter dem Musashi-Trainer jetzt geschickt, weil ich vergessen habe. Der eine hat ja, obwohl, nee, ganz nach hinten, oder? Ja, das ist wahrscheinlich Nakara der schlechteste von allen. Nakara ist schlechter als der Typ, der 5-0 verloren hat gegen Shimizu. Ja, weil die waren wenigstens Halbfinale des Qualifikationsturniers und Nakara verliert der gegen Arnold. Ja, genau. Nicht genau, der dürfte schlechtester Trainer jetzt sein. Den nächsten ist kein. Der sieht aus wie der Typ, den du wahrscheinlich denken würdest, dass er das ist, aber es ist er nicht. Wenn du schon so sagst, dann. Also du dachtest wahrscheinlich, ich sag Van Saal, oder? Ja, genau. Den sehe ich aber hier unten. Von daher ist das. Oh, der ist tot, oder? Der hat ja gar keinen ganzen Kopf mehr. Ach, jetzt fällt mir gerade ein, ich habe keinen. Ein Trainer fehlt, und zwar der Tote von Kreufort, der Trainer. Scheiße. Okay, der ist eh tot, also ist an D, scheiße. Der kann nicht mehr coachen. Ich sag einfach, wer das ist. Das ist der Trainer von Dänemark aus Golden 23. Ja, natürlich. Das ist Nielsen, natürlich Nielsen. Ah, die waren gar nicht so scheiße. Wobei, der hatte seine Leute nicht unter Kontrolle. Ja, Christiansen genau. Und Haas haben richtig gemacht, was sie wollten. Ja. Dann würde ich ihn hinter dem Schweden packen. Klingt gut. Ich guck mal, wer da noch ist. Hinterm ich hab vergessen, wer er hier war. Das ist Leigert. Das ist von Holland oder Rising Sun. Ah, dann würde ich ihn hinter dem Holländer setzen. Hinter dem Holländer. Der ist ja schon besser als ein. Der andere war José Pérez. Den würde ich vielleicht auch hinter José Pérez von Saudi-Arabien. Okay, von mir aus. Ja, und dann kommt Dremler, genau, und dann Granada. Okay, ja gut, passt doch gut. Das sieht mir aus wie ein Pater aus Italien. Pater aus Italien. Moment. Der hat zumindest diese gegelten, längeren Haare nach hinten. Ja, guter Tipp, aber nein, der ist nicht in Italien. Ich hätte jetzt gesagt, das ist der rauchende Fitnesscoach von Ancelotti in echt. Nee, ich gebe dir einen Tipp, trainiert den wohl besten Spieler der Welt. Oh, ist das der Trainer von Osaka? Nee. Oh, dann weiß ich's nicht. Es ist der Trainer von Numancia. Ja, ist Michael besser als Tsubasa, ist die Frage. Okay, stand jetzt ja in ein paar Jahren nicht mehr, wenn das Kapitel oder das Spiel zu Ende ist. Numancia, ne? Numancia ist ohne Michael scheiße. Ja. Obwohl die Raphael hat. Die werden wohl abgestiegen ohne Michael. Ja. Ich würde ihn. Trotz alledem ist er erste Liga Spanien vor dem Bremen-Trainer. Ja, sieht gut aus. Hinter Nielsen, ja, perfekt. Ja, würde ich genauso machen. Das ist doch wieder so ein random Trainer, irgendeine komische
Ist das der Trainer von Alaves? Nee, das ist ein Japaner. Da kennt man gar nicht als Japaner, aber okay. Von natürlich Tokio FC. Nein, von Scheiße. Japan, der A-Mannschaft von Japan in Normal Captain Tsubasa, im Manga, im Original-Manga. Da gibt es ja die originale japanische Nationalmannschaft, die erwähnt wird. Und scheiße ist. Kann sein, aber das ist Okudera. Das ist auch ein realer Spieler halt gewesen, der bei Bremen und Köln war. Der wurde oft erwähnt im Captain Tsubasa-Universum. Der hat bei Bremen in echt gespielt, dann muss ja, er schon 80ern. Mal bei D sein. Also Okudera gilt als Trainerstar, zumindest zu dem Zeitpunkt, und trainiert die A-Nationalmannschaft. Deswegen würde ich sagen, bei B. Ja, vor dem Schweden. Ich glaube nicht, dass der besser ist als der La Coruña-Trainer. Japan ist scheiße. Hinterm Schweden? Hinter Hansen auf jeden Fall. Okay, von mir aus. Aber auch hinter Leigert. Ja, von mir aus. Genau, hinter Leigert und vor dem Victor Perez von Saudi-Arabien. Ja. Okay. Oh, Frankenstein. Entschuldigung, Frankensteins Monster. Stimmt, der sieht so aus. Der sieht aus wie der Frankenstein-Typ da von Dragon Ball, der. Ach, hier. Monster 17 oder so. Oder wie der heißt. Stimmt. Wer ist denn das? Das ist natürlich der Coach von einer Drittligamannschaft in Italien, von Shingo, von Albese. Pinato. Dritte Liga Italien. Ich hätte ihn jetzt hinter dem spanischen Zweitligatrainer gesteckt. Sieht sehr gut aus im ersten Moment. Ich muss ja mal gucken. Oder vor ihm. Weil der Trainer sieht wie ein Idiot aus, der aus Spanien. Wer war nochmal der andere, der bei D ganz vorne ist? Ich guck mal kurz. War das ein Nationaltrainer? Das war Südkoreas U19-Trainer, der gegen Savard gespielt hat. Ja, packt er ruhig vor dem Schnurr. Okay. Oh, Marc Overmars. Warte mal. Nee. Oder Overus. Aber sieht genauso aus natürlich, ja. Wie alle im... Den wirst du nicht erraten. Nein, den wirst du nie im Leben erraten. Das ist der Torwarttrainer von China. Guter Eingebürgert. Tipp. Das ist natürlich Ramiez, das ist der Assistenzcoach von Roberto gewesen bei der Sao Paulo-Jugend, wo Tsubasa gespielt hat. Ja, jetzt ordne den mal ein, ich habe keinen Bock nachzudenken, wo dieser Typ da landen soll. Hinter dem Musashi-Trainer. Ja, so schlecht doch nicht, also der ist ja... Er ist der Assistenzcoach einer brasilianischen U-Mannschaft. Er ist noch niemals Trainer. Das muss besser als Musashi sein. Der wäre in Japan. Der ist ja wenigstens Trainer. Vielleicht bringt er einfach Roberto nur sein Alkohol. Ist auch gut. Auch eine gute Leistung. Der ist ja nie im Leben so gut wie ein J-League-Trainer. Nee, der nicht. Und wenn man nochmal hinterher. Der Nankatsu-Trainer hat wenigstens Titel geholt und der Musashi-Trainer ist eigentlich auch erfolgreich dafür. Ich würde den vor Musashi packen. Ach, von mir aus. Okay, aber nicht vor Nankatsu dann. Das würde ich nicht machen. Oder weißt du was, pack ihn doch hinter Musashi, weil ich denke, die Abseitsfalle hat er auch mit erfunden. Mit Misugi. Okay. Vor allem Musashi ist ja auch ein gutes Team, obwohl außer Misugi, der nie spielt, die haben ja keinen einzigen Starspieler, ne? Honma und so, das sind ja eigentlich keine, die spielen ja gar keine Rolle mehr jetzt, Nationalteam und so. Die haben sie ja nie durchgesetzt. So, wo packen wir denn Rudi Schneider hin? Ja, zu dem habe ich eine klare Meinung S. Die Frage ist nur, wo genau bei S. Er muss ja vor Günther sein, das stimmt schon. Ich würde sogar vor Argonis packen. Was? Ja, so gut? Der wurde von Hamburg gefeuert. Obwohl, weil er klare Prinzipien hatte, ne? Richtig, der hat ja... Aber ist er besser als De Paske und Ancelotti? Hat er sich schon so als Trainer bewiesen? Ich glaube, der war sogar... Ja, okay, guter Einwand. Ich hätte ihn vor Günther gepackt. Ich glaube nicht, dass er schon so gut ist. Aber der ist doch Trainer, ist er nicht von Bayern jetzt, von der A-Mannschaft Trainer? Ja, und von der National. Ja, eben, der hat parallel beides. Also von der U-Hebung. Ich denke jetzt von der A-Mannschaft. Jetzt dann würde ich ihn hinter Aragone stecken. Der wird halt so als Star-Trainer und so schnell. Ich würde es so machen. Bei dem spielen die immer wieder Ärger mit Bernie. Willst du ihn vor Aragones packen?
Mach nach, Arbon ist gut. Okay. Oh, da ist ein typischer schwedischer Nationaltrainer, jetzt nach dem Flüchtling. Okay. Der ist Rekard, oder? Ja, ist er, aber der heißt ein bisschen anders. Der heißt, ja, wissen wir. Also, dass er anders ist, aber also, Rekard soll das sein. Sogar ne? Sehr lustig heißt er. Er heißt Rekardolf. Wo auch immer. Und ist der Assistenzcoach von Cruyff in Final Countdown gewesen. Er ist der Assistenzcoach, genau. Ja, genau, holländischer Co-Trainer, schick, kennt sich aus. Jetzt ist die Frage, was kann ein holländischer Co-Trainer? Boah, das ist schwer. Ich würde den hinter Mikami packen einfach. Weil wir halt nichts von ihm sehen, was er macht. Wahrscheinlich ist er viel besser Trainer als Mikami und Kitazuma. Ich würde sogar hinter Matilda packen. Wer war Matilda? Der Südkoreaner. Ach, hier, der von... Ja, genau. Von richtig. Südkorea? Nicht der. Matilda ist der, der Yoga trainiert hat bei Regina und Hino trainiert hat bei Urga. Ach so. Ja, von mir aus. Ah, Hongo. Da haben wir ja den Unterschied zu Mikami. Mikami nimmt seinen Schützling mit, bringt ihn unter, Roberto vögelt nur die Mutter und haut ab. Roberto wurde U20 Vize-Weltmeister, hat Natureza entdeckt, hat Tsubasa entdeckt. Also packen wir ihn bei S hinter Galopp. Würde nicht besser als Rudi Schneider tippen, ne. Eigentlich müsste der, wenn wir jetzt ehrlich sind, ganz nach vorne, oder? Nein, warum? Er hat Tsubasa und Natureza entdeckt, die beiden, ich würde sagen... Aber Aragones ist ja... Gilt Top 5 der Welt gehören die beiden. Ich glaube nicht, dass Aragones schlechter ist als Roberto. Aragones ist tot. nee, ich will Roberto okay. Nicht da vorne aber sehen. Vor Schneider würde ich ihn schon stecken. Allein, weil er zwei der besten Spieler der Welt entdeckt hat. Moment, ich und trainiert hat teilweise. Auf jeden Fall vor Günther, auf jeden Fall vor Del Pasque, weil von Roberto, und auch vor Ancelotti. Ja, vor Monetti. Genau, okay, und die Frage ist Rudi Schneider. Ich? Okay, machen wir vor Rudi Schneider, weil er so viele Tipps auch zur Base gegeben hat, was wir da alles gesehen haben. Okay, machen wir so. Okay. Oh. Das ist Karls großer Bruder. Warte. Einen Moment, das stimmt. Nee, du kannst raten. Wenn du blind ratest, könntest du das wissen. Das ist Hamburgs U16-Trainer. Nein. Keine Ahnung. Das ist Uruguays U16-Trainer von Shin Captain Tsubasa. Natürlich Sanchez. U16 Uruguay. Ja, lass uns mal schnell überlegen, gegen Deutschland raus, ne? Ja, Halbfinale gegen Deutschland. Die haben sogar geführt. Warte, das ist doch dann. Das ist doch dann nicht U16, ist das nicht U12? Ach nee, U12 war das ja nur im Dings, vergiss es. Er hat einfach besessen von Trunkenbolden, deshalb nur Roberto so hoch. Ja, kann auch sein, ja. Also ist auf jeden Fall besser als der U16-Trainer Italiens. Mhm. Würde ich behaupten. Ja, können ist gut, ja. Jetzt ist die Frage, ist er besser als der Fitnesstrainer von Juve oder der Torwarttrainer von Barca? Oder der Mann, der uns so schön anlächelt? Also im Halbfinale schon erreichen, ist schon sehr gut. Besser als der Lombardi-Trainer? Nee, das nicht. Ich würde den tatsächlich... Das ist immer die Grenze für mich. Ich würde den hinter den Lombardi-Trainer... Okay, machen wir so. So, den nächsten wirst du nie im Leben erraten. Oh, der kommt mir irgendwie bekannt vor. Das ist der Torwarttrainer von Juventus. Nein, das ist der Co-Trainer von Australien in Golden 23, Sandos. Ah. Schade, hat Scheck mir gerade geschrieben. Okay. Sanders ist der Co-Trainer von Australien. Okay. Das heißt, bei B würde ich den blind setzen. Nee, doch nicht. Was? Nee, bei C. Oh ja, hätte ich auch gesagt. Bei C. Hinter den Fitnesstrainer. Okay. Von mir aus, ja. Hinter den Fitnesstrainer. Der Torwarttrainer von Barca war dahinter. Ja, gut, dann passt das auch. Ja. Okay, von mir aus. So. Das ist. Ein japanischer Grundschultrainer, oder?
Und zwar von Hanawa. Nein. Schade. Von, ja, wird da irgendwas, was 18-0 in der Quali verloren hat? Ja. Ach Gott, von wer ist denn das? Shimada, die haben aber immerhin im Halbfinale 5-0 Tsuda besiegt, haben wir erfahren. Oh, dann kommt er vor den Tsuda-Trainer. Ja, genau, vor dem Tsuda-Trainer. Den anderen habe ich vergessen. Weil die haben, packen wir ihn einfach vor ihm. Okay. Ups. So, jetzt. Perfekt. So, der nächste dürfte sein. Das ist für mich mit der schlechteste Trainer. Den kennst du auf Anhieb, den hätte ich, glaube ich. Ist das nicht der Grundschultrainer von Ankatsu? Ist er, genau. Wenn man's das weiß, ist mit Abstand der schlechteste Trainer. Oder nicht, aber ganz, ganz hinten irgendwo. Und zwar, weil der fast mit seiner Übertruppe, die in der Grundschule ja ist, in der Quali rausgeflogen wäre, weil der absolut ein unfähiger Drecksidiot ist. Ja, haben wir nicht letztes Mal ausgemacht, dass das so ein das Geschichtslehrer ist oder Deutschlehrer gewesen, der einfach nicht dabei. Du bist ja auch kein guter Trainer, musst du selber zugeben. Du wärst auch aber kein guter besser Trainer. Als der. Ich würde schon mal nicht einen Torwart ins Tor stellen, der Angst vorm Ball hat. Ja, aber das war sein Sohn, der sieht genauso aus wie Morisaki. Ja, das ist das Ding. Ich würde nicht meinen Sohn ins Tor stellen. Okay, du hast ihn noch nirgends gepackt, ne? Moment. Ich würde ihn hinter dem Assistenzcoach von Sao Paulo packen. Okay. Weißt du was? Ja, das ist gut aus. Wobei. Der, ja. Ich glaube, rein als Trainer ist er sogar schlechter als der von Nakahara. Weil ganz ehrlich, mit dieser Mannschaft, auch ohne Genzo, fast in der Quali rauszufliegen, ist schon eine Schande. Lass dir ruhig, das passt schon. Okay. Das ist da auch wieder ein japanischer Grundschultrainer, oder? Nein, ist ein anderer Asiate, du Rassist. Aber von Japan oder Nationalelf? Nee. Er ist kein Japaner, aber er ist ein anderer Asiate. Dann ist es der Trainer von China. Korrekt, das ist Chinas World Youth Trainer Shu. Bist du schick? Hier! Trainer China war gar nicht so kacke und die haben 3 Tore gegen Genzo gemacht, ne? Lag also natürlich nicht am Trainer, ja, weil Kong einfach aus jeder Lage geballert hat, aber die Leistung war ja trotzdem nicht kacke. Ich würde auf jeden Fall hinter Matilda, irgendwo hinter Hansen auf jeden Fall. Ich hätte ihn jetzt bei B ganz nach hinten einfach gesetzt. Obwohl, nee, vor dem Trainer von Bremen. Klingt gut, klingt sehr gut. Vielleicht nicht ganz nach hinten, Granada ist schon. Ich hätte noch eine Anmerkung, die Mannschaft hat gegen den Grundschulner Katsu-Trainer gespielt. Die Mannschaft war einfach nur schlecht eingestellt. Das ist mein Job als Trainer, dass die Mannschaft zusammenhält. Das stimmt schon, ja. War alles schlüssig, was du gesagt hast, ja. So, der nächste, Moment, das ist ein langer Text, den ich dabei geschrieben habe, Moment. Oh! Okay, der sieht auf jeden Fall älter aus. Da musst du Captain Tsubasa Memories gelesen haben, sonst kennst du den nicht. Also wahrscheinlich ja, aber einmal vor 20 Jahren oder das so. Das ist der Coach namens Shumai. Oder, warte. Oder das Team, was er trainiert, das heißt Shumai. Und zwar vor der Grundschule noch, als Tsubasa nach Nankatsu gezogen ist, war der Trainer. Von Tsubasa. Vor der Grundschule, ich würde ihn ganz am Ende packen. Ganz bei dir, ja. Ganz zuletzt. Ja. Wobei, kann der, auch wenn der Grundschule Tsubasa vorher war, kann der schlechter sein als der 12-0 Nakahara-Trainer? Ich weiß es nicht, aber wenn der. Ja, von mir aus packen wir ganz da hinten Nakahara, die Mannschaft war auch einfach scheiße. Ja, immerhin hatten die Shingo Aoi, hätte man den vielleicht anders eingesetzt. Ja, oder sein Potenzial gesehen. Aber Nankatsu war natürlich für Grundschule schon eine Übermannschaft. Ne? Die hatten ja nicht nur Tsubasa, die hatten ja auch noch genug andere gute Spieler. Ja. Und wusstest du, dass Tepai bis Ende der Grundschulzeit im Anime 128 Tore gemacht hat? Ja, das wusste ich. Ah, sehr gut. So, der nächste Trainer, das ist ein Trainer, dessen Mannschaft du kennst, aber von der du 100% dachtest, die hatten keinen Trainer. Die brasilianische Nationalelf? Nee. Die hatten keinen Trainer, dachte ich. Hm. Ist das der RJ7-Trainer? Nee, das ist ja Gamu gewesen. Also ich meinte, der von den Gamu war ja dann der Nationaltrainer, der dann RJ7 im Spiel gegen Gamus Dings trainiert hat. Guter Tipp, aber nein. Nee. Welche Mannschaft hatte denn keinen Trainer, dachte ich? Meiwa? Guter Tipp, aber nein.
Ja, dann weiß ich's nicht. Das ist stimmt, der hat mehr als 128 gemacht. Der hat 130 müsste er gemacht haben dann, wie man sieht. Das ist der Coach von Shutetsu. Ja. Der muss eigentlich, pass auf, in der Grundschule, ne? Ja. Auch wenn das in Anime oder im Manga ja so gesagt ist, als treffen sie sich alle zum ersten Mal. Mhm. Shutetsu hat ja die Meisterschaft gewonnen. Also müssen die doch irgendwie theoretisch gegen Mizugi, Matsuyama und irgendwie Hyuga mal gespielt haben, auch wenn das kanonmäßig. Ich weiß nicht, hat Genzo erwähnt, dass er, also ich glaube, Genzo hat die kennen sich alle nicht. Die kennen sich alle nicht. Ja, nur vom Namen her, aber die haben nie gegeneinander gespielt. Da ist ja die erste Szene, Hyuga reist nach Nankatsu, um Genzo zu sehen, ob der wirklich so gut ist. Und dann kommt ja dann das Duell, wo er den Ball reinhaut, weil Genzo Knöchelaua hat und sich nicht bewegen kann. Deswegen haben die sich alle nie getroffen, obwohl Shutetsu die Meisterschaft gewonnen hat. Vielleicht war es irgendeine andere Meisterschaft. Irgendwie, keine Ahnung. Aber der gewinnt eine Meisterschaft mit Tepei als Starstürmer. Nee, nein. Den sieht man nie mehr wieder, den Typen. Seitdem dann mit der Katze fusioniert wurden, sieht man den nie mehr wieder. Oh, das heißt, der muss ja schlechter sein als der Nankatsu-Trainer. Das, ja, genau. Jetzt frage ich mich wirklich, warum der Nankatsu-Trainer Nankatsu-Trainer war und nicht der Super-Shutetsu-Trainer. Ich meine, als Shutetsu-Trainer, wenn Shutetsu anscheinend nie gegen Miiwa, Matsuyama und Mizugi gespielt hat, also nur gegen Fallobst, dann lässt er halt Genzo alles machen, ne? Hm. Das verstehe ich. Vielleicht weiß Scheck das. Du weißt doch so viel. War das in der Grundschule? Quasi Vorgrundschule oder irgendwie dritte Schuljahr war nicht im Land, sondern nur Bezirksmeisterschaft, keine Ahnung. Also sieht so aus, als ob er auch bei Memories gezeichnet wurde, weil die tatsächlich keinen Trainer hatten, original, und da hat man Memories. Ich würde den jetzt hinterhin an Katsu-Trainer packen. Schwierig, ich würde den tatsächlich vor Nakatsu den Trainer packen. Aber warum haben sie ihn dann nicht genommen? Vielleicht wollte er nicht, keine Ahnung. Aber von mir aus packen wir ihn davor. So, Pratt hat Burgerspiel gemacht. Immer wenn Kisugi ein Tor gemacht hat, hat er einen fetten Burger gegessen. Das ist so unlustig, dass es wieder lustig ist. Das ist die beste Tierlist, die ich auf Twitch gesehen habe, seit der Keanu Reeves Tierlist. Ja, der will uns nur beleidigen. Bestimmt. Wie immer. Ja, glaube ich nicht. Das macht Sweetie nicht. Wolfster würde uns auf jeden Fall beleidigen, aber nicht Sweetie. Das stimmt. Wolfster ist ein Arsch. Okay. Nein, Wolfster mag ich. Der ist sehr lieb gewesen zu mir. Aber ich frage mich jetzt wirklich, das ist für mich das größte Plothole im ganzen Tsubasa-Universum. Shutetsu gewinnt die Meisterschaft, hat aber nie gegen Hyuga, Mizugi und Matsuyama gespielt. Das muss die waren ja nicht alle inaktiv. Vielleicht gab es vor der Grundschule eine andere Meisterschaft, wie du sagtest, irgendwie. Aber die haben, das wird ja immer wieder gesagt, die Landesmeisterschaft gewonnen. Also aus dem ganzen Land. Du warst doch schon bei Miiwa davor. Ja, na natürlich, wo war Mizugi? Der hat auch gespielt. Wo war Matsuyama? Der hat auch gespielt. Matsuyama wahrscheinlich nicht qualifiziert. Die haben trainiert. Das kann sein, dass die da nicht dabei waren. Müssen wir auf jeden Fall nachforschen. Ja, das hat mich damals schon immer verwirrt, wo Hyuga war, während Shutetsu die Meisterschaft gewonnen hat. Weil ich bin mir 100% sicher, Hyuga hat von Genzo gehört und reist dann nach Nankatsu, schießt dann und Genzo kann sich nicht wegen seinen Knöchel bewegen, macht das Tor und sagt, du bist dieser Wakabayashi, bist da doch nicht so gut. Ja. Also haben die sich nie getroffen. Komisch, ja. Jetzt wo du sagst, keine Ahnung. Vielleicht hat Kira irgendwie die Anmeldung verpasst oder so. Versoffen, genau, verschlafen. Ah, tut mir leid, Jungs. Vielleicht nächstes Jahr. So, okay. Ja, machen wir doch einfach mal weiter, würde ich sagen. Das sieht mir nach einem asiatischen Trainer aus. Mhm. Das ist der Trainer von Nordkorea. Nee, nein. Nordkorea gab es nur in CT2, glaube ich. Ach, schade. Was hatten wir denn noch nicht? Du hast gesagt, Usbekistan hat kein... Ist das der von Thailand? Es ist kein Nationaltrainer. Oh. Ist das von J-League ein Trainer? Ja. Der sieht so nicht japanisch aus. Ich hätte ihn jetzt... Nur von anhand des Gesichts hätte ich gesagt, das wäre der Trainer von China gewesen, aber den haben wir ja schon. Genau, also sieht ein bisschen nicht japanisch aus. Ist das der Trainer von Tokio? Nee, das ist der Trainer von Jubilo Iwata. Suzuki heißt er. Iwata war das Misaki? Nee, oder? Ja, doch, Jubilo Iwata war Misaki, ja, genau. Hyuga kam 5 Minuten zu spät zum Training, der Trainer musste wieder Autorität zeigen, der Kira. Kira hat Hyuga gelutscht wie kein zweiter.
Kitazume würde natürlich Yuga aussortieren, aber nicht Kira. Jubilo Iwata, J-League, ziemlich gut. Ich hätte ihn hinter den 10-0-Trainer von Spanien geschickt, weil zweite spanische Liga, egal wie schlecht, ist besser als J-League. Ja, klingt gut. Aber warte, hinter dem. Aber davor ist er der Industrietrainer. Ah ja, stimmt. Der ist davor. Dahinter. Aber ich frage mich gerade. Ach nee. Wer war der Erste bei D? Das war der U19-Trainer von Südkorea, die gegen Savard in Golden 23 gespielt haben. Boah, eigentlich müsste der ja besser als ein U19-Trainer von Südkorea. Aber lassen wir einfach da. Das ist, glaube ich, nicht jetzt das Wichtigste. Ja, lassen wir. Oh, den kenne ich vom Aussehen her. Wer ist denn das? Ich gebe dir einen Tipp. Es gab mal einen Kalster Minimanga, wo... Wahrscheinlich deshalb. Da ist er aus den Katakomben gerannt, hat seine Hand hochgehoben. So ein bisschen so nazihaft. Glaube ich, in Kalster Minimanga Hallo-Logisch geschrieben. Ist das der Co-Trainer von Deutschland, U16? Nein. Schade, weiß ich nicht. Ach nee, ich habe den verwechselt. Der kommt danach. Ach so. Den ich meinte, kommt danach. Der davor ist, ich sag's einfach, das ist der Trainer von Nigeria. Ach, deshalb kenne ich ihn, weil das im CT Dream Team das Potenzialspiel ist, der dort drauf. Kann sein, ja. Das ist die Medaille, ist das von ihm. Kann sein. Für Nigeria. Für wie heißen die beiden nochmal? Ochado und Bobang, ja? Genau. Das ist natürlich. Doch, der müsste die Medaille. Genau, das ist Toni von Nigeria. Von Nigeria. Hat eine Todesgruppe in Rising Sun, muss man auch sagen, mit Japan, Holland, ja, und Argentinien. Und ist dir mal aufgefallen, dass kein Trainer, selbst der von Nigeria, schwarz ist? Reikert ist auch nur der ist kein Trainer, sondern doch nur hier Assistent. Und ja, Reikert ist einem echten Reikert angelegt. Aber es ist genauso wie im echten Fußball. Die holen auch nigerianische Fußballmannschaft oder Kamerun holen sich bald weiße Trainer. Ist so, was soll man da machen? Ja, aber es gibt doch 100% in Spanien auch irgendeinen dunkelhäutigen Trainer. Ich kenne keinen. Aber das ist ja im realen Fußball auch ein Problem, ne? Also das hat jetzt nicht Captain Tsubasa erfunden. Ja, das stimmt schon. Aber hätten sie auch wenigstens in der Fantasy-Welt nigerianischen Trainer einen Schwatten geben können. Aber das ist ja angelehnt, glaube ich, an den... Es gibt so einen Franzosen, glaube ich, der Nigeria trainiert hat. Okay. Der nigerianische Code. Nigeria war gar nicht so kacke. Ist auf jeden Fall besser als der U-Trainer von Bremen. Und der Trainer von China. Und ich würde auch sagen, er ist besser als der Trainer von Dänemark. Ja, würde ich auch sagen. Und das war José Pérez von Saudi-Arabien. Ich glaube, ich würde ihn tatsächlich vor dem Schweden sogar packen. Vor dem Schweden. Ja, mein Nigeria war richtig gut, fand ich eigentlich. Dafür, dass sie nur Bobang, Ochado und Mambo haben. Der Pädophile Mike war Mambo. La Coruña, ne? Ja. Genau, okay. Ja gut, dann passt das. Ist okay. Aber La Coruña, Meret Rodunga reißen die ja auch nichts. Ich würde vielleicht davor... Aber der ist ja ein U-Trainer von Nigeria. Nee, ist ja ein richtiger Trainer von Nigeria, ne? Nee, Olympiatrainer. Also Olympiakader, also U23. Ja, dann ist doch ein richtiger Erstligatrainer mit einer ordentlichen Mannschaft wahrscheinlich besser. Nee, ist okay, aber warum haben wir jetzt Reikert vor dem gepackt dann? Und wahrscheinlich wegen dem echt angelehnten Reikert, der auch ganz gut in echt war. Und ein Assistenztrainer von Cruyff, ne? Hat wahrscheinlich was drauf. Okay, ja, klingt gut. Dann lassen wir das mal. So, wer ist denn das? Den hatten wir doch schon mal. Genau, das ist Nielsen von Dänemark. Nee. Ach, Entschuldigung, wir sind gar nicht so weit. Moment. Wollte ich einen Witz machen mit Van Saal. Das ist der Typ von Minimanga, den ich meinte. Der aus den Katakomben rennt, seine Hand hochstreckt und Halboro schuft. Dr. Vanilla Eis. Nee, das ist natürlich der japanische Trainer vom A-Team, die im vor Golden 23 gegen Deutschland gespielt haben, German Dream. Warte mal, der Trainer von Japan? Ja. Das ist der Trainer von Japan. Hatten wir nicht eben den Trainer von Japan? Ja, das war von normal Captain Tsubasa, das war Okudera. Oh Gott. Dann würde ich ihn einfach hinter dem Okudera packen, weil es derselbe Job ist. Aber das ist Trousset, das ist also ein Franzose, den man geholt hat, also extra einen ausländischen Trainer, damit man geboostet wird. Aber hast du nicht gesagt, der Japaner gilt als Star-Trainer? Ja, damals, zu der Zeit, das war Anfang der 90er. Dann würde ich ihn vor ihm packen, aber sonst... Ist halt ein Spin-Off, ne? Ist halt nicht richtig. Ja, so. Okay. Aber ich würde den jetzt nicht höher packen. So ein Spin-Off-Trainer. Ja, lassen wir. Ist okay. Boah, der müsste eigentlich auf D.
Weil der Typ nicht weiß, dass man auch mit zwei Zehnern spielen kann. Das haben wir uns letztes Mal so aufgeregt. Ja, Faisal macht so viel Scheiße. Ja, aber er muss eigentlich von dem, was man weiß, muss er vor Del Pasque, ne? Das ist der umgekehrte Kitazume. Kitazume trainiert nur Jugendmannschaften, vor denen haben wir aber viel Respekt, deswegen ist er vorne gelandet. Faisal gilt als Star-Trainer, aber macht nur dumme Sachen, deswegen müssen wir den. Der ist immerhin der Trainer von Barca mit Rivaul und so, also muss er ja gut. Ich würde ihn normalerweise nicht aufgrund seiner Eskapaden würde ich den nur bei B machen. Normalerweise müsste der irgendwo oben bei S sein, natürlich. Ja, würde ich aber nie machen, aufgrund seiner Scheißfehler, was zu Barca nach Barcelona B abschieben, ne. Nein. Wer zu Barca ins Amateurteam schickt, ne, tut mir leid. Auch, aber jetzt ist die Frage. Nicht bei S, ich würde ihn nicht bei S packen. Also ist er schlechter als Günther? Ja, auf jeden Fall, der ist schlechter als Gamu. Niemals. Der muss schon bei S. Der ist Trainer von Barca, die Liga geholt haben, auch ohne zu Barca. Da muss ich jetzt mein Veto einlegen. Nein, der kommt nicht bei S und nicht bei A. Nee, niemals. Also bei A, wenn schon nach ganz vorne, aber doch nicht bei B. Ich würde bei B packen, 100 Pro. Hinter geht dazu. Da müssen wir den Chat fragen. Ja. Check, wo würdest du ihn hinpacken? Ich würde ihn bei S hinter dem Juve-Trainer packen. Weil der hat auch die Meisterschaft gegen Real geholt, als Tsubasa noch gar nicht im Barca war. Faisal ist ein Trottel. Ja, natürlich ist er ein Trottel. Das ist doch mal die einzige Story, wo Tsubasa mal nicht der strahlende Held ist. Allein deswegen würde ich ihn bei S geben, weil er Tsubasa abschiebt. Also Pret sagt richtig so, aber er sagt nicht, wohin wir ihn schieben sollen. Ja, Pret denkt auch, gibt es nur einen Altintop. Und einen Tachibana. Ich höre nur auf Scheck. 1A. Was? Also, ist der Trainer, der gegen Del Pasque die Meisterschaft geholt hat, schlechter als Del Pasque? Ja, wer zu Basel bei Barcelona spielt. Ja, wegen seiner Eskapaden, okay, auf A ganz vorne. Aber nicht. Der ist doch nicht schlechter als Gamu. Zwischen den Trainer von Sandhausen und Regensburg sagt, hinter beiden, würde ich sagen. Ja, das auf jeden Fall. Wann geht's weiter bei euch? Ja, weiß ich noch nicht. Ich muss auch erstmal Pause. Ich bin erst wieder arbeiten, also. Ach, schade. Ist dir auch mal aufgefallen, dass bis auf der schwedische Trainer Babas und in Klammern vielleicht Kira, Del Pasque auch, dass kaum einer einen Bart hat? Ja, man viele. Der Typ aus der. So viele haben gar nicht. Also, Kongo, Pasque, okay, ein paar. Aber ein Großteil nicht. Babas? Sind vielleicht 7, 8 von 30, 40? Okay, Nagelsmann hat keinen Bartwuchs, deswegen, aber er hat auch keinen Bart. Ich würde sagen, echt fast die Hälfte hat doch einen Bart, oder? Ah, ist egal. Ah, okay, ein paar haben so einen Schnurrbart, die habe ich übersehen. Scheck sagt, der schlimmste Trainer kommt doch erst, schauen wir mal. Meint er hier Budget-Hongo? Ja, wahrscheinlich den. Ich glaube, ich weiß, wen er meint. So. Ja gut, machen wir bei 1A, obwohl er viel zu hoch ist. Auch wenn du ihn hast, er ist Trainer von Barcelona. Wir haben hier Trainer von Granada, der noch niemals einen Namen hat bei B. Also dein Faisal-Hass. Wir haben ihn jetzt schon, Faisal, der Trainer der spanischen Meister, der den besten Spieler der Welt trainiert mit einer Übermannschaft, hinter Günther. Also, die Liste ja, Günther ist geil. Ja. Günther, als Torwarttrainer gehört er zu S? Natürlich. Du bist der beste. Okay, lassen wir so. Günther hat S verdient, von geil. Es ist auf jeden Fall kein S-Trainer. Gut, den nächsten wirst du nicht kennen. Ich kenne die alle jetzt gar nicht mehr wahrscheinlich. Der Typ ist der Trainer von Mexiko in Rising Sun, Vasquez. Also wenn du Faisal wegen seiner Eskapaden, obwohl er erfolgreich ist, runtersetzt, der Typ hat seine Spieler halb killen lassen. Halb killen lassen? Was meinst du? Seine Lucha-Taktik da, wo die sich halb umbringen. War das so gefährlich, die Taktik? Ja, wenn die so, also die Tachibanas sind ja auch andauernd wegen ihrer Luftakrobatik verletzt, die Mexikaner doch wahrscheinlich dann auch. Okay. Außerdem haben die Japaner doch fast tot geprügelt. Die Lucha-Taktik gab es nur in World Youth, das ist ja der Rising Sun-Trainer. Ach, der Rising Sun-Max, da ist er ja noch schlechter. Ja, 2-6 gegen Spanien.
Ja. Ich hätte ihn jetzt vor dem Granada-Trainer gepackt. Ah nee, vor dem... Moment, wie haben wir ja nochmal? Hier vor... So hätte ich ihn gepackt. Ich habe vergessen, wer er hier war. Das war der Numancia-Trainer von Michael. Ja, ich hätte ihn vor dem Numancia-Trainer gepackt. Okay, aber hinter den Dänen. Hinter Nil, perfekt. Also ja, kann ich nichts gegen sagen. Okay. Bevor wir weitermachen, ich muss mir ein Bier holen. Und dann machen wir nochmal den Netflix-Teaser. Da bin ich immer noch stolz auf den Deal. Netflix hat ja die Hypnose-Show gekauft. Deswegen gibt es keine Hypnose-Show mehr leider auf Twitch. Schade. Aber 2023 kommt die Hypnose-Sendung auf Netflix. Ich hole mir ein Bier, solange könnt ihr den Teaser euch anschauen. Bis gleich. Wir reisen durch eine andere Dimension. Eine Dimension nicht nur des Sehens und des Hörens, sondern auch des Denkens. Sie ist das Reich zwischen Licht und Schatten, zwischen Wissenschaft und Aberglaube. Und sie liegt zwischen dem Abgrund unserer Ängste und dem Gipfel unseres Wissens. Wir reisen durch eine Dimension der Fantasie. ...2023 auf Netflix. Schick freut sich schon, der hat einen Daumen hoch gegeben, aber um 180 Schick Grad. Schick ist auch der Beste von uns allen. Das muss man auch mal sagen. Moment mal, was? Schick, ey. Ich dachte, Schick hätte Spaß letzte Woche. Er hat sich wohl auch nicht konzentriert, schade. Mhm. Okay. Aber jetzt, das sieht jetzt an der Zeichnung, ich dachte erst, der hätte so einen Spitz-Ziegenbart. Kein Trainer hat so einen Ziegenbart, ne? Nee, hat auch keinen Platz für oder so. Aus. Genau. Wer ist denn das? Der sieht auf jeden Fall relativ jung aus. Das ist natürlich, was hat das für ein Smiley von Crash? Das ist ein Fisch mit Perücke? Da freut sich jemand und ist aufgeregt. Okay. Das ist der Athletik-Coach von Real Madrid, natürlich Villaras. Hätte ihn hinter den Fitness-Coach von Juve gesetzt. Ja, das auf jeden Fall, genau, sehe ich genauso. Athletik ist wichtig, aber der Juve-Trainer guckt wenigstens gut auf Computer. Ja, und beleidigt richtig die Leute, wenn er sagt, was? Du bist kein richtiger Profi, du Wichser. Und es war ja ein wichtiger, nicht wichtiger, aber es war schon ein Talent, was sie da gekauft haben mit einigen Titeln und den hat er einfach abgesägt. Finde ich gut. Ja. Von Real Madrid, Scheck natürlich, der Athletik-Trainer von Real Madrid. Stimmt, jetzt, der nächste. Ja, jetzt kommt der griechische Trainer. Ja, das ist Zanbides, angelehnt an Rehagel, der aber leider im Manga ein Grieche ist, was ich immer noch scheiße finde. Das ist schwer. Also die wurden auch erwähnt im Manga, dass die Europameister wurden, ne? Also das ist der aktuelle A-Europameister. Deswegen schwer, aber der ist nicht S. Dafür wissen wir halt nichts von ihm. Er wurde Europameister. Ich würde den vielleicht doch bei S packen. Aber wir wissen ja nicht, wie er Europameister. Hättest du damals gesagt, als Griechenland Europameister wurde, Rehagel ist ein guter Trainer? Ja, er hat den Libero wieder eingeführt. Wie kann man mit Griechenland? Das ist eigentlich eine Mannschaft, mit der du dich noch nicht mal qualifizieren kannst. Ja, dann müsstest du Gamo auch auf S packen. Wie kannst du denn mit Japan irgendwas gewinnen? Was soll das denn jetzt? Zubasa. So ja, okay. Ist die Antwort. Vielleicht hat Griechenland hat ja Gekkas. Ja, Kages, genau, richtig. Kages, ja, deshalb. Ich würde den auf jeden Fall bei S packen. Aber ganz nach hinten dann. Nicht hinter Günther, vor Günther. Vor Günther, okay. Zwischen aber nicht Del höher. Paske und Günther. Nee, Del Paske ist Realtrainer. Den meine ich ja zwischen Del Paske und Günther. Ach so, ich dachte zwischen Del Paske und Ancelotti willst du jetzt. Ja, okay. Ist ein Deutscher, machen wir so. So, was machen wir mit Budget, Hongo? Weißt du, wer das ist? Hongos unehelicher deutscher Sohn. Nee, das ist natürlich... Bruder. Man versteht er. Endlich verstehst du mal, warum Van Gaal bei S nichts zu suchen hat und Gamo und Rehagel besser sind. Hast du verstanden? Hat sich eher so angehört, dass du das nicht verstanden hast? Nee, hab ich auch nicht. Werde ich auch nicht. Ich hab's auch durchgesetzt. Also Lob an mich. Ja, von mir aus, okay. Das ist Zeman, der deutsche Hamburg-Trainer, der Gänse aussortiert hat. Der hat Gänse aussortiert. Aber zu Recht, Gänse wurde zu Recht aussortiert. Ey, nee, Scheck, Zeman ist, glaube ich, ein guter Trainer. Nee.
Also Gänse aussortieren hat noch niemals der Shutetsu-Trainer gemacht und der war noch niemals ein richtiger Trainer. Also es ist dasselbe Szenario gewesen wie Kitazume, der Yuga aussortiert hat. Ja, aber Yuga ist ein Arsch. Okay, Gänse hat einen Fehler gemacht. Vielleicht hätte man vielleicht anders damit umgehen können. Ja, stimmt. Und Gänse hat wahrscheinlich mehr Punkte gerettet als sonst was und hat fürs Team gespielt. Yuga war gegen das Team. Vielleicht eine Geldstrafe hätte ausgereicht, ja. Und das ganze Team war doch einverstanden, sage ich mal, mit der Gänse-Aktion. Die haben ihn ja nicht verantwortlich gemacht, war ja nur der Trainer. Stimmt, ja. Nee, das stimmt schon, das recht. Ja, Gänse ist der beste Torwart, ja. So, warte mal, Seemann, ne? Der Erstliga-Hamburg-Trainer. Boah, der muss aber gut sein, weil Hamburg halt eine Top-Mannschaft ist, ne? Ja. Ich hätte ihn vor Rijkaard und hinter dem Uruguay-Trainer gepackt. Vor Rijkaard klingt gut. Hamburg ist halt perfekt. Das ist perfekt. Hinter ist halt eine gute aber die Gänse-Aktion ruiniert ihn. Sonst hätte ich ihn noch höher gepackt. Ja, das wäre auf jeden Fall A, vielleicht sogar S gewesen. Ja, schon. Kitazume. Der Typ und Kitazume mit Z-Tier. Okay. okay. Die sehen auch alle gefühlt gleich aus. Den hatten wir doch schon 8 Mal oder so. Guck mal, ich packe ihn mal hinter den Typen von Kira. Die sehen doch fast gleich aus. Warte, wo ist Kira denn? Warte mal, ich muss da bei dir gucken. Da oben hier habe ich die kurz reingepackt. Ja, so ein bisschen schon, ja. Und oder hier, warte mal, ich werde es gleich wieder ändern. Hier, der Typ, der vor Kira ist und unter den Typen Kitazume. Ja. Die sehen auch fast gleich aus, nur mit ein bisschen anderen Haaren. Ist so. Die haben doch nur Kals und sonst nur Gurken, oder nicht? Aber trotzdem sind die immer hinter Bayern gelandet. Ja, und die haben mit Bayern halt mitgehalten, ne? Und Kals reicht anscheinend. Sagt man natürlich an, also sagen wir an Kals, ja, okay. Ich sagte einfach, wer das ist. Und zwar der Trainer von Barcelona, von der zweiten Mannschaft. Ach so, ich dachte schon. Und zwar Ceres, Barcelona B-Trainer, der sehr viel Freude mit Zubasa scheinbar hatte. Und der war schlau, der hat Zubasa wenigstens eingesetzt. Stell dir mal vor, der hat Zubasa gesagt, Zubasa, wir haben schon einen Spielmacher, du musst in diese C-Mannschaft gehen. Aber Barca war ohne Zubasa ja auch nicht so gut. Ich hätte ihn jetzt hinter dem Fitnesstrainer von Juve? Hinter sogar. Ja, vielleicht, ja. Weiß ich nicht, ich kann es nicht einschätzen. Ich tue ihn einfach mal dahinter. Weil ohne Zubasa war die B-Mannschaft doch scheiße. Ja, ich glaube, die waren im Mittelfeld oder so. Ja, und der Fitnesstrainer von einer absoluten Top-Mannschaft, der Yoga rund macht, der muss vorne sein. Okay, ja gut. So, den nächsten erkennst du, glaube ich, wenn du dich anstrengst. Und wenn du weißt, dass wir bei Z sind, bei Z. Deswegen sehe man, Zafaranovic. Nee, das ist auch ein japanischer Nationaltrainer eines One-Shots gewesen. Ja, One-Shots habe ich doch nicht so. Einmal gelesen vor X Jahren. Der, das, was an die Orgi, an die Realität angelehnt war. Nee, das war ja der andere. Der Trossier war das. Das ist natürlich Zico, der auch Japan-Trainer war. Ach, der Brasilianer. Und ich glaube, da kann man mit dem richtigen Zico vergleichen. Als Trainer nicht so toll, aber gut genug für Japan, würde ich sagen. Ja, deswegen gut. So, One-Shot-Trainer Japan packen wir einfach zwischen die beiden anderen One-Shot-Trainer von Japan. Ja. Inter und Porto-Trainer F-. Inter ist Trainer, ist gar nicht dabei, weil noch nie gezeigt wurde, außer natürlich der Jugendtrainer von Inter. So, die Liste gefällt mir sehr gut, weil Galopp wegen einer Aktion ganz oben ist. Finde ich gut, lassen wir so. Wen wollte ich? Wer war nochmal mein super Trainer, den ich unbedingt. Wahrscheinlich Schneider bei dir. Rudi Schneider. War der beste Trainer im CT-Universum, der nicht einmal in X Jahren gegen Japan gewinnen kann. Ich weiß nicht. Das hat sogar Güss Hüding geschafft. Irgendwie sieht das komisch aus mit Galopp auf 1. Aber lassen wir halt so. Nicht. Da hat er halt eine gute Aktion gehabt im Dream Team. Also Galopp hat noch keinen einzigen Fehler gemacht, obwohl er Nitta im Team hat. Er hat sogar Nitta gut eingesetzt. Das muss eigentlich extra Punkte geben. Ja, mich freut. Er hat nämlich auch Nitta geopfert. Ja. Wie hier Maserati. Mich freut's vor allem für Günther, der es in S geschafft hat. Das ist eine Rising Sun-Leistung. Eigentlich schon seit der U16. Da war er doch auch schon. Er hat Steine
und Felsklippen auf einen U16-Jungen geworfen. Das verdient für mich ein S. Aber guck mal, wie der hat wirklich Müller ja aufgepeppt und motiviert. Natürlich mit komischen Mitteln, natürlich. Und aber er hat's gemacht. Ja, Günther ist der Star des heutigen Abends. Hallo an Kali nochmal. Und wir sind jetzt am Ende tatsächlich. Wir können nochmal alle Trainer durchgehen. Von unten angefangen. Ab B weiß doch keiner mehr außer Kichasume, wer wir können unten sagen, dass das die komischen Grundschultrainer waren aus Japan. Ja, und U19 Südkorea ist dabei. Der und hier zweite und dritte Liga-Trainer sind da auch. Genau, der Typ, der mit dem Schnurrbart, mit dem Mund weit offen, war der Typ, der gegen Tsubasa in der zweiten Liga 10-0 verloren hat. In Spanien. Wer war nochmal der, der aussieht wie Frankenstein? Das war der dritte Liga Italien, Albese. Ah, ja, genau. Hm. Mein Highlight ist ja hier unten bei C, der Nankatsu-Trainer und der Shutetsu-Trainer. Ja. Die finde ich geil. Und der Assistenztrainer der U-Mannschaft in Brasilien. Von, keine Ahnung, wer hier, Branco, wer war das? Sao Paulo. Ja. Und genau, Kali, wir machen im Discord hängen wir noch ein bisschen ab, würde ich sagen. Könnt ihr gleich vorbeischauen und uns. Also die normalen Fans können uns Stars natürlich um Autogramme bitten und so. Also, ich muss früh raus morgen. Dann um mich um Autogramme bitten, auch gut. Friseur, okay. Ja, wird mal wieder fällig. Ist dir mal aufgefallen, dass wir ganz oft den schwedischen Trainer bei B als Referenz genommen haben, ob Leute davor oder danach kommen, obwohl der eigentlich nichts macht, sondern nur cool aussieht? Ja, genau, weil da wissen wir wenigstens, der war World Youth Trainer und mit Schweden ist er sehr weit gekommen. Also, und den erkennt man wenigstens. Ja, genau. Weil der so leicht zu erkennen ist. Oder auch mein Punkt war immer der Inter-Jugendtrainer bei C ganz vorne. Stimmt. War auch mein Punkt. Da die Grenze zu 10, genau. Oder hier der Uruguay-Trainer. Genau, Mathilda, richtig. Ja, gut. Ja, würde ich mal sagen, das war's, ne? Galopp hat gewonnen. Ja, ich weiß nicht, ob wir das noch ändern müssen im Nachhinein. Nee, ich habe schon gespeichert und runtergeladen. Okay. Gut. Kitazume ist auch sehr weit oben, ne? Wenn wir mal vergleichen, die ganzen Grundschule- und Mittelschultrainer sind hier unten irgendwo und Kitazume haben wir bei B gepackt. Vor dem Trainer von Spanien und Valencia. Ah, okay. Galopp sagt, du kennst doch Dream Team gar nicht, Kani, aber gut. So. Galopp. Gut, das war's. Fliege ist, der muss immer Wochenende. Ja, weil ich Sachen zu erledigen habe. Ich kann nicht jeden Tag saufen wie du. Keine Kritik gegenseitig. Aber kann ich nicht. Ja, ist so gut. Ich sag ja nichts. Weißt du, wer auch sehr weit oben ist tatsächlich? Der U-Trainer von Bremen. Der irgendwo zwischen den Erst- und Nationaltrainern ist. Okay. Kitazume haben wir oben Brett, weil er ein cooler Typ ist. Damit habt ihr euch komplett disqualifiziert, Kitazume. Wir haben es erklärt, Brett, wenn du zu spät einschaltest und ich weiß, wer das ist und was er gemacht hat. Wir haben auch erklärt, warum Van Sar nicht in S ist. Obwohl er wahrscheinlich Barca-Trainer müsste irgendwo ja beim Real-Trainer sein, mindestens. Aber wir haben ja erklärt, warum er bei A ist. Genau. So. Okay. Ja, damit beenden wir das. Meine Fans dürfen mich natürlich nach Autogramm bitten in Discord. Wenn nicht auch gut, kann ich The Boys gucken. Mal schauen. Gut, bis nächste Woche.